zugesprochen. Und deswegen hat die Gerichtsverhandlung auch überstanden. Gut, Phil, wenn du irgendwann vor Gericht musst, sag mal Bescheid. Du sitzt auch mit dem Daumen, ne? Das machst du richtig gut! Nee, ich schreie da so, Phil, du kannst ab! Und so ein Typ rammt dich um. Wir sind live. Ach, egal. Ja, Phil, kannst ja zugucken dann. Mal schauen, wenn ich mich wieder damit beschäftigt bin, die Bike anzuschauen. Machst du Dual-Screen mit deinen Augen. Auf geil, der einen Seite. Schlägst einfach deinen Kopf voller Kanne in den Bildschirm rein. Kannst du beides angucken. Incoming! Es reicht auch, wenn du erscheinst. So, Spiel erstellen. Privatsphäre. Privat. Spieleranzahl 2. Koop starten. Gesamter Fortschritt wird von Season Horst gestartet. Season Horst. I'm Horst. Horst. Trucks. Fiesta. Einsetzen. Und wir sind unvermeidbar. Na cool, konnte ich nicht lesen. Lokale Karte. Das ist der erste Truck? Nee, das ist der zweite schon. Guck, die Sau hat schon gezockt. Das hier ist so gesehen der erste, womit man anfängt. Ich stelle mal die Grafik. Was, ja? Ich stelle mal die Grafik einstellen. Ach, ich brauche 39.000 Erfahrungspunkte. Kann ich den ja abstellen? Genau, verfügbare Trucks. Boah, scheiße, Alter. Wir können so große Männer einfach so ein großes Herz haben. Leck mir mal. Das geht mir schon nah, du. Aber bitte fangen wir jetzt nicht an zu weinen. Echte Männer weinen nicht. Du musst jetzt nicht. Oder man kann auch so sagen, echte Männer geben ihre Gefühle zu. Marc, wartest du noch kurz? Anders. Ich muss eh zur Werkstatt gerade fahren und da. Gut, weil. Ne, warte mal, ich lass mich einfach bergen. Fertig. Du bist auf einer Straße. Ich lass mich einfach bergen. Dann können wir und dann möchtest. Wenn ich den Truck abgestellt habe. Abstellen. Chevrolet Kodiaq. Gibt's denn da noch Ford CLT 9000? GMC MH 9100, einen Fleestar, International Loadstar. Der Ford CLT 9000, der ist so gut. Der looks very nice. Gibt nicht so viele LKWs. Die jetzt nutzen kannst, leider nein. Aber dann später, wenn wir jetzt ein paar Missionen machen. Ja, du kannst oben sogar filtern. Entweder Heavy Duty, Schnellstraße, schwer, Offroad. Heavy Duty! Ja, moin. Marc, wie kann ich denn dir beitreten? Wir müssten auf Epic Games Friends werden. Ja, kannst du mich annehmen? Warte, ich muss jetzt mal in Epic Games Store. Guck dir das an, das ist voll süß. Die haben gefragt, was hat es mit der Geschichte vom Teddybär auf sich? So. Oder einfach einen Teddybär rausgeholt. Freund hinzufügen. Warte, ich muss grad selber nachgucken, wie ich heiße. Du. Affenhausen heiße ich. Affenhausen. Affen. Du weißt so, wie ich heiße. Das ist Simo King, such einfach mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. Oder du, warte mal. Hast du dein Epic Games mit Steam verknüpft? Inwiefern jetzt? Geh mal auf Freund hinzufügen. Wo ist denn das? Geh einfach bei dir auf Freunde. Unter Bibliothek. Freund. Ja. So, dann auf Freund hinzufügen. Ja. Und dann müsstest du sehen, Services Steam hinzufügen. Genau, auf Steam. Das einmal verbinden. Scheiße, jetzt muss ich gucken, Affenhausen oder Hanswurst im Affenhausen. Uhu. Ja, ist ja egal, was du nimmst. Nee, wegen Anmelden. Achso.
Anmelden. Fortfahren. Hat geklappt. Gut. Gerne zurück zum Effekt und Plan. Schließe deinen Login-Pool ab. So, dann jetzt nochmal. Wieso werden mir jetzt nur drei Leute vorgeschlagen? Mir werden auch nur drei Leute vorgeschlagen. Bin ich da drunter? Nein. Ja gut, oder, dann so. Oder heißt du Akai Tussi Funktiven? Oder Mobebär oder. Nein, nein, dann such einfach mal oben Nutzername oder E-Mail-Adresse und schreib da einfach The Simo King rein. The Simo Schnaps. The Simo King, also das T groß und Simo auch groß. Alles groß, groß, ja. Also The groß, Simo groß. Alles groß geschrieben. Nein, also die anderen Buchstaben klein, aber der Rest halt groß. Also die Anfangsbuchstaben groß. Bruder muss los. Good King, Simo King nicht zusammengeschrieben? Nein, auseinander. Leertaste. The Leertaste, Simo, Leertaste, King, Leertaste. Kannst du klingen. Ja. Anfragen, ich habe keine. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich habe keine Freunde. Wobei, das war jetzt akzeptieren. Affenhausen wurde als Freund hinzugefügt. Ja. So, und jetzt müsstest du mir rein theoretisch. Ich kann nicht flüstern. Nee, du musst jetzt in-game gucken. Da steht dann Spiel beitreten oder so. Also geh mal auf Koop, wenn du ein Auto in der Garage hast. Ich muss aber das Spiel wieder starten. So, Truck Shop. Gehen wir mal auf Heavy Duty. Also, da haben wir jetzt den Fleece da. Zeig mal gleich, welche LKWs du gerne hättest, so, auch in die gesperrt sind. Die dir vom Aussehen gefallen. Leistung ist jetzt erstmal Nebensache. Und dann, brauche ich die, welche mir gefallen. Oder willst du nicht? Das nächste Mal, wenn ich zu dir komme, ziehe ich deinen Xbox 360 Controller ab. Dann kriegst du meinen. Deiner hat noch so viel Grip auf den Joystick-Dingern. Du sollst die Dinger auch nicht abfressen. Koop starten. Keepers of the Children. Bewahrer oder Bewahrerinnen von den Kindern. Oh, hier steht dein NAT-Typ ist auf strict festgelegt. Damit du keine Online-Features nutzen kannst, überprüfe deine NAT-Einstellungen und versuche zu sagen, was ist denn die NAT? Google da einmal kurz, ich habe da jetzt auch gerade keine Ahnung. Nö, das wird nichts mit Zuschauern. Ah ja, das sind die also erhöht. Hüpf. Das Schöne ist ja, dass du sogar auch die Winde ja ändern kannst. Ja, ich glaube, die machst du halt stärker. Schiffchen. Schnorchel. Schiffchen. Ja. Also, Teleskop, Deutsch. Teleskop-Ladekran, Pritschenwagen, Kofferaufbau, Wartungspritsche, Tank, Auslegekran, Sattelkupplung. Naja. Ah ne, warte mal. Wie kann man auf die Werkstatt zugreifen? Muss doch reinfahren. Ah ne, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin beim Ausgang.
Ah, es gibt hier auch einen extra Anhänger-Shop, wo du auch, denke ich mal, dann ja, dein... Die kannst du kaufen und hast du fest. Wie jetzt fest? Dann besitzt du sie, dann kannst du sie überall mitnehmen. Besitzt du sie? Das ist dann dein. Die kannst du auch nutzen, oder wie? Ja, die kannst du nutzen. Oder ob ich sie nutzen kann, weiß ich nicht. Anhänger-Shop, Service-Anhänger, Tieflader-Anhänger. So, globale Karte an. Aha, also Region kann ich im Mehrspieler-Modus nicht ändern. Die Region? Ja, die sind mir leider. Inwiefern ändern? Also kannst du nur in ein Land, also nur Michigan oder sonst irgendwo rein, richtig? Genau. Ja, das ist ja klar gewesen. Nur in Michigan kannst du halt reisen. Genau. Oh Gott, das Ding hat einen Speed wie ein Affe auf dem Schleifstein. Dort, hier. Wenn Sie Ihren NAT-Typ ändern wollen, greifen Sie nun über Ihren Computer auf die Einstellung Ihres Routers zu. Geht denn das? Ja. Ah, aktivierbarer Allradantrieb. Steht zum Kauf verfügbar. Nice. Begib dich zur Werkstatt. Individualisieren. Was kann ich denn bei dem hier noch ändern? Ah ja, also das Ding kann maximal einen AATV8V5,2 Custom nutzen. Nur der hat dann das Problem, dass der Spritverbrauch, naja. Hoch ist es. Sehr hoch. Reifen. Ah, ich kann eben auch Gelände drauf ballern. Dann klatschen wir dem nochmal Geländereifen drauf. Lol, der kann hier sogar auch eine autonome Winde eingebaut bekommen. Das heißt also, er kann auch bei ausgeschalteten Motor sich wegziehen. Ja, ja. Er kann ein Reparaturwerkzeug mitnehmen, einen Gepäckträger. Ein Schnorchel. Gut. Ich verstehe nicht, wo das sein soll.
Aha. Ja. Sieht er doch schnieke aus. Welche Farbe hat deiner? Blau. Deiner blau. Gut. Und süße orangene Rotlampen. Die ganze Zeit blinken. Ja, das hätten sie vielleicht mal ausstellen sollen. Wünsche mir Glück. Nein. So, da ist der nächste Wachturm, das heißt. Ja gut, das mit dem Zielort, das ist noch irgendwie ein bisschen verbuggt. Weil die Kamera sich ständig mitdreht. Ja. Ah, wir haben drei neue Aufgaben. Beziehungsweise Aufträge haben wir drei und wir haben drei Aufgaben und einen Wettkampf. Wettkampf? Ja. Wettkämpfe sind doof. 30 Meilen pro Stunde schneller ist er nicht. 30. Jupp. Ich denke mal, wenn ich den Motor ändere, dann ist da bestimmt ein bisschen mehr rauszuholen. Ja doch, 40. Du schaltest aber auch? Nee. Weil das Ding unterstützt kein Lenkrad. Noch nicht. Mal eine andere Frage. Ja. Kann aus rein Interesse, also kann da spontan etwas kaputt gehen? Nein, wenn du irgendwo gegenfährst, ja, sonst nicht. Das fehlt in jedem Game, ey. Spontan Zerstörung eines Autos. Ich glaube, weil sie es noch nicht so geschafft haben, da die AI drauf zu buxieren. Dass die halt dann diese spontanen Sachen halt auch errichtet. Ja, aber ja. Meine. Jetzt sind wir mal ganz kurz realistisch. Wenn du da in den Bergen, wo Mark jetzt gerade rumeiert, fährst du oft über Steine. Wenn du nicht richtig aufpasst, kannst du irgendwas vom Unterboden aufreißen. Ah, geht's kaputt. Genau. Und. Also ja, da. Wenn es mit Rikaro nimmst, ja. Aber wow. Dann geht's mal fest. Einfach nur so drüber und dann reißt er wird auf. Aber das wäre halt ein bisschen mehr realistischer. Oder irgendwas geht halt vom Verschleiß auf. Ja, los, wenn ihr mag. Irgendwas geht vom Verschleiß her kaputt, wie Bremsen. Ja, Haltung. Also allgemein, also du hast jetzt auch Federung als Schaden, Kanister als Schaden, Getriebe als Schaden, also Antrieb und Reifen als Schaden. Das hattest du vorher nicht bei all den Spielen. Da hattest du ja einen insgesamten Schaden. Das ist richtig, aber was heißt Kanister? Benzin, der Tank. Also, dann läufst du aus. Das finde ich wiederum gut, weil das macht es wirklich realistisch. Oh! Und dir deinen Benzintank mal kurz ein Loch verpasst, weil es ein bisschen atmen soll. Dann verlierst du Sprit, das macht Sinn und das ist auch schön und so. Ja, Marc, verstanden. Ich mach beinahe einen Backflip. Ein Frontflip, aber naja. Ist ja wurscht. Ah, da ist das nächste Upgrade-Paket. Das habe ich aber rein aus Dings wäre es einfach mal cool, wenn du einfach mal wirklich mal nur so ein
stumpfes oder so hörst oder irgendwas krass Hartes und dir dann denkst, was war das? Dann zur Werkstatt oder so eierst oder du schon auf der Fahrt merkst, scheiße, das ging, nimmt nicht mehr gut Gas an oder hat Probleme mit dem Motor. Oder merkst du, oder wird dir gesagt, ja, Kollege, Kolben hat nicht mehr richtig so hoch und runter, ging bei dem nicht mehr. Ging nur noch einmal hoch und dann nicht mehr. Oder Kurbelwelle hat sich komplett verbogen, Ventile haben sich in die Atmosphäre geschossen. Und was ich auch nur mir wünsche, ist mehr Interaktion mit dem mit den Knöpfen im Innern. Ja, aber ich glaube, das wird man bei kaum einem Game irgendwie richtig hinkriegen, nee, außer bei OMSI etc. Nee, bei My Summer Car zum Beispiel musst du alles so machen. Da kannst du nicht mal auf L drücken und das Licht geht an. Da musst du wirklich mal mit dem Gesicht draufglotzen und dann musst du schon den Schalter umlegen. Ja, das gut. Das macht es dann wiederum realistisch, ja. Weil, na gut, man kann auch L drücken, dann geht das Licht an, habe ich nichts dagegen, aber... Ja, aber die meisten wollen halt die Spiele so einfach wie möglich machen, da sie halt auch Leute spielen, die da jetzt nicht so viel Ahnung von haben. Ja, falls sie mal nicht wissen, was die da wirklich... Also, Real Talk, was kann man an einem Lieferspiel falsch machen? Einiges. Wie? War zum Arsch der Welt liefern, oder? Genau. Verstehe ich. Du hast ein Ziel vor dir, du fährst nach hinten. Ja. Du möchtest nicht wissen, wozu manche Menschen fähig sind. Relativ schon, wenn es schon so eine Aussage getätigt wurde. Sieht mein Auto nicht sickidibiki aus? Sein Au. Laut dem Motor zu urteilen, hast du dem schon 5 Schaden gegeben. Ja. Sind auch äußerliche Schäden sichtbar? Ja, mach dem halt noch 6, ist mir egal. Man sieht nichts in der Dunkelheit. Nee, das Ding hat keinen Schaden. Äußerlich! Bruder, muss los. Die Lenkung ist halt nur irgendwie so beschissen wie jetzt was. So, für aktuellen Truck nicht erhöht. Nicht. Cool, da liegt ein Auto und nimmt es mit. Ich kann kratzen. Was ist los? Geht nicht. Wie jetzt? Ja. Dann kannst du nicht mit mir zocken. Heute rausgekommen und heute funktioniert gar nichts. Ja, Alter, ich weiß nicht, was dieses Drecksgedöns da ist. Oh, let the dogs out. Dann schauen wir uns mal den gefallenen Strommast an. Wofür? Das ist eine Aufgabe. Wahrscheinlich. Ein Strommast. Gib deinen Wagen 5 Minuten, dann kannst du es auch wieder lassen. Dafür haben die den Lichtkegel ziemlich nice gemacht diesmal. Also siehst auf jeden Fall mehr. Ja, wenn der Lichtkegel realistisch ist, ist er auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Wieso? Also in der Wildnis ist das eigentlich relativ scheißegal, aber wenn du auf der Straße bist, geht der Lichtkegel immer zu dem Bürgersteig hin. Deswegen hast du auch, wenn du nach Dings oder so fährst, kriegst du Aufkleber meist auf dein Auto, sodass die Lichtkegel zum Bürgersteig hinschießen. Weil du sollst den Bürger auf dem Bürgersteig sehen und nicht die Leitplanke neben dir. Ah ja. Ja, so wird uns. Kannst du Benny fragen, so wurde uns das in der Schule beigebracht. Ja. Der Lichtkegel zeigt immer meistens in die Richtung des Bürgersteigs. Deswegen sieht er auch immer beschissen aus. Wenn du den. Wenn du sagst, du machst Auto nachts auf dem Hof an, dann siehst du den beschissenen Kegel. Dann siehst du, dass der meistens immer zur. Warte mal, von uns aus wäre das dann. Rechts. Genau. Dann heißt der, guckt mehr nach rechts. Also das Auto schielt, eher gesagt. Ja, nice. Und wenn du irgendwo hinfährst, wo das anders ist, wenn wir auf der linken Seite, nach England zum Beispiel, na, bei uns ist es jetzt nicht vorgekommen, aber dann wird dein Auto manchmal mit Kleber oder mit, glaube ich, Reflekt oder irgendwas abgeklebt, sodass der Lichtkugel nach anders hin schielt. Naja, was mir schiele. Oh,
Scheiße, ich habe im Unterricht aufgepasst. Darf ich nie wieder tun. Das finde ich auch nice, dass du die Winde einfach direkt per F nutzen kannst. Ja, du kannst doch einfach versuchen, sie halt den nächsten besten Punkt. Baum! Oh Gott, das Ding driftet mal wieder wie in Forza Horizon, ey. Du fährst da nicht schneller als 40 Stundenkilometer, wenn es hochkommt. Also, das Ding fährt gerade mal 10 oder 20, so wie sich das anfühlt. Wie kann man da driften, Alter? Das heißt einfach nur, dass du scheiße fährst. Wow. Ich drifte mit so. Allem. Er driftet auf schon auf so einem Oma-Mobil, Alter. Ja. Du hörst nur so Reifen quietschen, was denn da los? Mark, kommt um die Ecke, Digga. Legt einen vierten Gang ein und los geht's. Oh, ich bin durch die Dinge geschossen. So. Wir kriegen hier nichts auf die Reihe. Die Stromversorgung ist eingebrochen. Schön, dass du die Absperrung mitgenommen hast. Und von der Stadtverwaltung werden wir nun vertröstet. Also, worauf wartest du noch? Tue etwas dagegen. Das heißt, du bist irgend so ein Redneck in der Wildnis und du wirst einfach angesprochen, weil du einen mittelmäßigen Truck besitzt. Um diese Scheiße da zu beseitigen. Ja, wir müssen. Nee, wir müssen. Ich muss eine Metallplanke und zwei Betonblöcke besorgen. Und dann richtet sich das magisch auf, oder was? Genau. Das heißt, in dem Game gibt's Trucks und Magie. So, ich parke alles, jetzt hier hin. Alles, was ich mir jemals gewünscht habe. So, jetzt gehe ich in die Werkstatt. Das ist meine Frage, weißt du, fährst dahin mit dem Pickup, um den Auftrag anzunehmen. Das heißt ja, dass wir zurückeiern, um die ganzen Materialien zu holen. Ja, so in etwa. Also ich hätte mir das mal nicht per E-Mail sagen können, was ich alles dafür brauche, dann hätte ich das schon mitnehmen können und direkt fertig machen können. Aber nein, man legt mir einen Zettel bei dem zerstörten Strommast hin, wo drauf steht, was ich mitnehmen muss. Seht ihr, dass da schon alles bereit oder was? Ja, so in etwa. Wie lame ist das denn? Ah. Ankoppeln mag. So, Beton. Ne, was habe ich? Ach, Metallplanken habe ich dabei. Und die Betonblöcke darf ich jetzt selbst schleppen. Wobei. Nehme ich lieber jetzt den leeren mit, weil der ist. Leer. Wow. Weiß, ne? Was? Die Logik jetzt. Eine Aussage. Das wird wahrscheinlich nichts. Ach, tut mir leid. Ey, da ist doch zum Kotzen, Alter. Also, richtig. Aber ich frag mich da ja jetzt gerade ernsthaft, was du da für ein Problem hast mit deinem. Ja, das Problem ist, den musst du über die Webseite kannst du machen. Fritzbox und so. Muss ich. Ja. Ja, so die Daten und so einen Scheiß haben wir alles mit. Und mein Vater macht das locker nicht. Der NAD-Typ muss generell auf Typ 2 oder so. Hm. Weil der auf Strict festgelegt ist und der muss halt geändert werden. Dann spielt doch beide erstmal alleine. Mach ich jetzt aber, weil es zum Kotzen, ich hab keinen Bock mehr. Oh. Aha, ich muss jetzt noch das andere Lager freischalten. Okay. Mach ich jetzt erstmal zu dem Lager. Das heißt also. Da hat er sich so auf den Multiplayer gefreut. So leise, Phil. Kann ja noch.
Warehouse. Egal, machen noch ein paar Aufträge so. Morgen frei, whee! Was willst du? Morgen frei. Stimmt, ja. Spitz. Aber wieso ist bei euch am Freitag auch ein Feiertag? 1. Mai. Ah, das ist überall ein Feiertag. Tag der Arbeit oder so, ne? Beste ist, mein Bruder hat da Geburtstag. Very interesting. Du kannst mal einen Chevy Dings an V8 Motor reinhauen. In meinen was? Nein, deinen Chevy. In meinem Pickup. Chevy. Ich hab ihn noch nicht mal zum Chevy angesehen. Pickup. Der Pickup in Snowrunner. Du kannst einen V8 5,2 Custom reinmachen. Respekt, Digga. Backe, backe, Kuchen. Na, wird es hier heute noch mal was? Ich hab gleich kein Geld mehr. Na geil, ich hab mich festgefahren. Ah, das heißt also Bergen. Kann ich den nicht noch irgendwie anders individualisieren? Muss ich den da erstmal noch alles freischalten? Muss ich noch alles freischalten? Hallöchen. Ja, also mit Allrad zieht er doch schon ein bisschen besser weg. Jesus, Bruder, wie schnell bist du? Jesus, Bruder, wie schnell bist du? Das war dann doch etwas zu schnell. So, mal schauen, ob ich jetzt mit dem Allrad dann da reinkomme. Das kann noch ein bisschen dauern. Also einige, es haben jetzt viele vorbestellt bei Instant Gaming. Und also ich habe meinen Code auch heute erst spät, so gegen 1 Uhr gekriegt. Also das kann noch dauern. Also der soll wohl dann heute Abend kommen oder gegebenenfalls morgen. Okay, also mit Allrad komme ich hier nur so leicht besser durch. Okay, du hast schon am 11. bestellt. Ja, dann müsste es rein theoretisch... Müsste der aber eigentlich heute noch kommen.
Ich weiß. Du musst ein bisschen jetzt noch warten, tut mir leid. Ich habe meinen Key auch von Instant Gaming. Und wie gesagt, der kam heute. Dankeschön. Wow. Die Sounds habe ich drin, aber man sieht halt nicht. Bis du hier mal durch bist, dauert ja gefühlt Jahrtausende. Na komm, du schaffst es. Grab dich durch. Ich bin essen. Bis später. Bis später. Jo. Leck mir an der Tüte. Nein, leck mir am Glas. Bis hier mal raus bist, ey. Ach, endlich wieder einen normalen Boden. Dafür hängt zwar mein Anhänger gerade irgendwo am Arsch der Welt. Also das haben sie schon auf jeden Fall schwieriger gemacht. Uff. Das gemacht. Nee, wehgetan. Wie kannst du nur? Okay. Muss ich denn jetzt hier denn bitte noch hereiern? Ach du Heiliger. Die Straße sieht jetzt schon nicht wirklich super aus. Erster Gang und ab geht's. 3 Stunden bin ich im Berg hoch. Also man kann sich echt nur an Strommästen oder Steinen oder irgendwie sowas festhalten, weil sonst
Das meiste bricht dir halt einfach weg. Wenn ihr aufpasst. Yay, noch mehr Wasser. Gibt's hier einen Umweg? Na gut, komm, nehmen wir den Umweg. Ah ja. Ich heb halt einfach mal eben so einen Baum hoch. So muss das. Sie sagst du, ohne Allradantrieb und gute Geländeräder kommst du hier nie durch. Die Automatikschaltung ist auch manchmal ein bisschen Banane. Also. Das Spiel ist echt zeitaufwendig. Vielleicht haben die Entwickler ja langen Spielspaß passiert. Ja gut, wäre ja auch ein bisschen creepy, wenn du das Spiel nach, sagen wir mal, einer halben Stunde durch hast. Also ich habe jetzt vor 45 Minuten angefangen zu streamen. Und ich bin immer noch nicht weiter, als dass ich irgendwo auf irgendeiner bescheidenen Strecke hänge. Hm. Und das ist schon echt scheiße. That sounds a little bit sad. Very, very sad, sad. Critical hit. Another critical hit. Was sagst du gerade? Hier, zu.
Also. Ah! Oder weg. Na, ich habe dafür gerade eben noch einen neuen Abo abgestaubt. Damit habe ich jetzt 140. Es fehlen noch 10 bis 52. Oder nee, Twitch war das. Das Account vielleicht. I don't. Ah, jeder. So. Ah. Ja, 140 habe ich jetzt. So, jetzt muss ich hier rechts. Und dann den ganzen Weg wieder zurück. Gut, damit hätten wir jetzt alles. Zwei Ziegel und Metallplanken. Dieses Ding hat einen Wendekreis wie... Keine Ahnung was. So, das also jetzt den ganzen Weg wieder zurück zum gefallenen Strommast eiern. Dann machen wir mal. Aber ich glaube, die Spin Tires Reihe ist auch gefühlt so die einzige Reihe, die wenigstens guten Auspuffqualm erzeugt. GTS hat ja gar keinen drin. Ja. Das habe ich mir ein bisschen bei ATS gewünscht, wegen den ganzen Auspuffsfrauen, weißt du? Ja. Vielleicht da mal ein bisschen Ruß rauskommt, aber auch Fehlanträge. Ja, aber ich glaube, die dürfen das von den Herstellern leider her nicht. Naja, weil sonst wäre es so, ja, guck dir mal an, was da rauskommt und so. Ja, eben deswegen. Ja. Das ist ja alles so eine Sache. Ah, ich kann mir hier mit dem kleinen Abgang sogar einiges an Weg sparen. Nice. Am Ende legst du auf der Seite. Schrei doch sowas nicht. I just said.
Ja, ganz schön holprig, das Ding. Aber dafür vibrieren wenigstens die Auspuffrohre. Wenn man von vorne sich nicht wegziehen kann, muss man halt einfach von hinten schieben. Im Anhänger. Aber das Spiel scheint wohl sich jetzt nicht mehr so auf russische Autos zu verlassen. Ihr habt da schon Cats gesehen, ne? Wäre das nicht eine amerikanische? Ja. Hm. Weil in Spin Tires, beziehungsweise auch Mud Runner war ja fast, waren ja einige Autos alles nur russische Fahrzeuge. Aber anscheinend haben sie wohl Lizenzen für auch andere Autos gekriegt. Weil da ist ja auch wieder so ein Lizenzgefange. Man kann es irgendwo verstehen, aber dann ist auch wieder so. Muss doch nicht sein. Nö. Ich wollte wieder blicken. Geil. I hit nothing. Und das Wasser sieht auch irgendwie realistisch aus. Sah ja vorher irgendwie ziemlich creepy aus. Na komm schon, du schaffst das. Du da, mach schon.
Aber Phil, das Spiel wäre echt gut für dich auch als Scout. Sehr schön mit so einem Auto. Mit so einem Auto alles erforschen. Du erforschst ja so gerne. Oder bist du eher so der Lastenträger? Lustige fand ich ja, wenigstens konnte ich ja die ganzen Karten-Endings lesen. Jede zweite Minute wurde ich ja gefragt, wo denn hin? Ja, kannst ja hier auch. Da gibt's ja auch extra Scout-Autos. Ja, das ist aber wirklich nicht schwierig. Ja, aber es gibt halt so Blinde wie... Ich wurde abgestochen! Ah, endlich wieder normale Straße unter dem Boden. Endlich mal noch wieder normale Straße unter dem Boden. Ja, ich weiß, mein Deutsch ist mal wieder heute erstklassig. Oder zweitklassig. Ich sag's mal anders, dein Deutsch ist nicht mehr gut. Mein Deutsch ist super gut. Ey, ich wurde schon wieder abgestochen. Was machst du denn die ganze Zeit, dass du da abgestochen wirst? Ja, das ist der Welle 666, die Teufelswelle oder so. Da sind halt sehr viele feindliche Einheiten als KI und eine Runde beinhaltet, dass hier sehr viele Spione rumlaufen und diese Spione können sich halt tarnen als eine von uns. Und dann bemerkst du die entweder oder entweder nicht, ne? Ach so, sowas. Natürlich auffällig ist halt, weil es sind gerade mal 1, 2, 3, 6 von uns und plötzlich rennen hier hunderte von uns rum. Also einer muss da irgendwie schon drunter sein. Aber dennoch kann man nicht auf alles achten und dann wirst du einfach hinter uns abgestochen. Solche, hier sehe ich mich selber. Wie dämlich ist das denn? Ja, tot. Achso, und du hast einen Dauerverbrauch, ne? Also, du verbrauchst doch im Stand. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Also, ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel einen Standverbrauch von 2,9 Litern. Die wollen mich alle abstechen. Und der Sprit geht dann aber auch runter, ne? Also, das ist nicht gerade wenig. Ja, wir haben verloren, gerade. Ah, Straße. Unter den Reifen. Ja, das klingt doch etwas mehr deutsch. Ja, jetzt zieht er auch weg. Bei jedem Schalten, puff. Erstmal richtig schwarzer Ruß aus dem Auspuff. Dicker schwarzer Ruß. Ah, das werden mir die Reifen büßen. Ah, Achso, und es gibt bewegliche Steine, das ist also noch schlimmer. Also die Steine, wo man drüber fährt, sind auch manchmal beweglich. Also die rutschen dann mit einem mit. So, wo muss ich jetzt lang? Ich muss der Straße folgen. Und dann dahin, ja. Ich war auch geistig dämlich heute, ne? Wieso? Ich setze mich hier hin, merke, dass ich so müde werde, mache mir immer noch TikTok an, penne nebenbei ein, merke, gut, dann legst du dich ins Bett, lege mein Handy, was an ist, mit TikTok, auf meinen Tisch, leg mich ins Bett, schlafe ein, komme, wache auf, gehe an meinen Schreibtisch, sehe, dass mein Handy noch an ist, hab nur 21%. Ja, gut. Das ist ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Also ich dachte erst, ich leg nur ins Bett so, gut, ruste dich vielleicht mal ein bisschen aus. Tag war ich weg. Was mich aber noch aufgeregt hat, dass ich mein Handy an hatte und dann auch auf TikTok. Ah, hier steht auch noch ein Rampentief. Was?
Rampen-Tiefladeanhänger. Ah, da kannst du Autos draufstellen, etc. Soweit kriegst du halt auch direkt an den Start mit dazu gepackt. Das ist halt auch schon sexy. Oh, ich habe mich in einem Baum verfahren. Also hier liegt ein Baumstamm. Da sagte meine vordere Achse, nö. Den nehme ich nicht mit. Den lasse ich jetzt mal stehen. Stehen. Musste man eigentlich in Spintires bzw. Modrunner die Sachen auch mit Rechtsklick maskieren? Markieren oder war das anders? Also ich weiß, in Spintires, glaube ich, hatten wir Mausrad zum Weg markieren. Weiß ich nicht. Generell habe ich mir noch nie was markiert, weil ich gucke einfach auf die Karte, wenn ich abbiegen muss. wenn ich mir sicher bin, gut, hier ist eine Gabelung, geradeaus oder rechts. Karte? Rechts. Dann fahre ich nach rechts. Warum soll ich mir denn extra was... Na gut, da habe ich halt die Zeit, dass ich nicht in die Karte gucken muss, um zu wissen, wo ich langfahre. Ist mir aber relativ. Da ich ja eh nicht schneller als 10 km/h manchmal komme, macht es das oder nicht aus. Oh, weiß ich. Ich glaube, ich hätte vielleicht doch mal eben tanken müssen. Und wenn du die ganze Karte einfach auch mal, oder deine Route dir mal kurz merkst, dann weißt du, da vorne gleich rechts, da dann links. Sehr schwierig ist das nicht. Ja. Das war knapp. Eine Fracht verloren. Hä? Ich sagte, huch, das war knapp, beinahe die Fracht verloren. Ich hab doch gesagt, du legst die Fracht mal. Naja, ich bin halt ein bisschen zu schnell in die Kurve gerast. Boah. Was jetzt machen? Hä? Okay. Falls ich mich ja nicht, ich bin herzkrank und sensibel. Wieso erkennt er die Fracht nicht? Willst du mich jetzt hier gerade veräppeln oder was? Das Spiel ist neu, das hat schon noch ein paar Bugs, Alter. Ich liebe es. Wenn ich das Spiel noch nicht habe, weißt du, und anderen zuhöre, wie sie es verkacken. Oh, das ist immer so ein Moment, da freue ich mich schon drauf. Ja, auf dem Truck habe ich doch. Die Betonblöcke, warum erkennst du die jetzt bitte nicht? Hätte Infektionskette. Oh, neues Update von Truck, American Truck. Wo ist das denn? 35 Megabyte. Was meinst du, wie viel so ein neuer Truck an Mbits frisst? Ich hab keine Ahnung. Bald soll ja doch diese neue Mac rauskommen. Ja, der kommt ja auch jetzt. Ja, und wann? Auf Datum hast du nicht, ne? Nee. So, das sind doch Betonblöcke. Ah, hier, from the... Warte mal. So, when you will able to drive the mark for yourself, you can show off your local in-game detail from the... Ah, das war schon das. Ja? Das heißt, der... Das kann ich nicht sein. Nur irgendwas mit 28 April. Ach komm schon. Steht nichts.
Wow, der erkennt halt einfach so meine Fracht nicht. Auf meinem Truck. Tja. Vielleicht doch, das Game hat noch Bugs. Zerstören Sie 12 Spielerfahrzeuge, während Sie ein Flugzeug steuern. Wo siehst du das? Bei der, hier, War Thunder. Halt auf den Erfolgen oder so. Das ist so, aber wenn du Glück gehabt hast, auch haben. Penny hat's auch. Ach, cool. Ja, heute um 8 Uhr morgens aufstehen, also um 12 Uhr war schon fertig. Coole war aber heute, ich sitze so in der Schule, ne? Guck ganz desinteressiert aus dem Fenster. Was sehe ich da? Eine Katze. Okay. Ja, gut, why not, ne? Das war das schönste Erlebnis an dem heutigen Tag. Weil ich sehe nur irgendwas sich im anderen Fenster bewegen, gucke genau hin und glotze so eine Katze die ganze Nachbarschaft ab. Hm, naja. Das heißt also, ich darf jetzt den ganzen Weg wieder zurück machen zum Lager. Und die Betonblöcke neu aufladen. Ja. Nice. So ist das in der unfairen Welt. Dann habe ich verschwundene Maschinen und Motel in Nöten. Ja. Ach gut, gut. Ja, also Caterpillar und White Western Star sind drin. Sowie Chevrolet und eine andere Marke. Und Pacific auch mit da drin. Ah, Super Blümchen fährt auch gerade American Truck. Oh.
ich bin kurz weg. Jo. Na, komm schon. Gleich hast du wieder festen Boden. Würde dich jetzt hier mal vorwärts bewegen? Na, komm schon. Könnte also jetzt noch da oben her zu einem weiteren Wachturm.
Jesus. Gibt er Speed. So, ach so, ich hatte Ziegel dabei. So, Betonblöcke. Zack, zack. Hier wieder runter. Damit spare ich mir einen kompletten Umweg. Ja, fahren sollte man noch lernen. Ist die? Ah, nicht festhängen. So, und jetzt den ganzen Kackweg wieder zurück. There am I. Neil, Miro, BB. Okay, fuck. Was los? Ich muss jetzt hier wieder durch dieses scheiß Wassergebiet. Und das, was ich jetzt eben drauf hatte, waren Ziegel. Oh. Da kann das ja nicht funktionieren. Jetzt hat er sich gerade irgendwie so verfangen. Dass ich einen Geil mehr rauskriege.
das Wasser hier nervt etwas gerade. Was ist dein Favoritbier? Ein geöffnetes? Blüt. Ah ja, und mit G hupst du. Meine Hupe hört sich irgendwie an wie so eine Zughupe. Aber man kann sich ja noch verschiedene andere Hupen aufbauen. Für das jetzt gut sein soll, weiß ich zwar nicht. Also es ist halt auch nur Dekor. Und ob die dann auch anders klingen, weiß ich auch nicht. Aber naja. Ja. Dafür kannst du dir aber Nebelscheinwerfer und... Also die bringen diesmal was. Und halt auch Blinklichter draufpacken. Also das habe ich jetzt schon gemerkt. Also die Nebelscheinwerfer bringen was. Die Blinklichter weniger, aber nein. Sieht halt dafür ziemlich nice aus. War ich jetzt hier gerade überhaupt richtig? Ja, ich muss also mich links halten. Und dann sehen wir jetzt gleich eine Animation, wie der gefallene Strommast wo plötzlich wieder aufgebaut wird. Wir haben nämlich auch noch eine schöne Animation bei der, das war nämlich die erste Quest, da musstest du eine Brücke bauen. Da haben sie auch eine Animation hingemacht, wie dann die Brücke Stück für Stück gebaut wurde. TikTok ist. Ich weiß nicht, ob du den Typen auch kennst. Der macht immer so Konversation zwischen ihm und seinem Lehrer und da stellt er immer drei Fragen. Die ersten zwei kann der Schüler oder der jeweils immer beantworten, ne? Dann halt so welche kleine Jokes wie, warum darf sich die Dame auf dem Schachbrett überall hinbewegen? Weil es so aussieht wie ein Küchenboden, ne? Aber dann kommt immer eine Frage, die einfach alles aus dem Leben bumst und dann, naja. Thank you.
Bäh. Ja, widerlich. Armer, kranker Hund, weiß. Reichelt die Frau den, hebt den Schwanz hoch, zack, kommt die ganze Ladung raus. Ja, wieder nicht. Kann passieren. Ja, wird wieder eine zweite Frage, warum hebt man das hoch? An den Waden hau ich. Kurz weg. So, dann bin ich wieder. Jo. Die Leute, die im Auto Red Bull oder Monster haben, ne, das ist ja richtig Abschaum. Ja. Das ist beinahe, ich sag beinahe, eine geschlossene Druckkabine. Das Zeug stinkt wie ein gottverdammtes Klärwerk. Hm. Woher weißt du das denn? Hä? Jetzt. Achso, ja, gut. Was? Meinst du jetzt Energy Drinks allgemein oder meinst du jetzt nur Red Bull? Energy Drinks allgemein, die stinken alle wie ein Klärwecken. Ja, wie sich das Leute runterziehen, ne, das finde ich manchmal einfach nur. Mh. Gut, wem es schmeckt, ist es halt seine Sache, ne, aber dann. Trinken die das und pusten es dir voll in die Fresse. Ja, danke, Digga. Ja. Das ist wie mit den Elektropfeifen da. E-Zigaretten. Ja. Dampfern. Die auch. So. Ja. Die auch keine Fan von. Ja gut, manche Gerüche davon gehen ja, aber manche sind dann echt widerlich. So, dann habe ich jetzt die Aufgabe auch beendet. Was? Achso. War jetzt hier richtig, ne? Ja, abbiegen. Hello. Annehmen. So. Der umgefallene Kram aus. Was haben sie gemacht? Ich hab den Strom aus. Achso. Ja, wird wahrscheinlich morgen erst was. Wieso? Mein Vater muss was machen, er weiß nicht, was es ist. Genau. Und der hat heute keine Lust mehr zu. Heißt morgen spätestens 19 Uhr. Wenn ich Glück habe.
Na dann. Ich kann jetzt noch. Kannst du jetzt entweder noch ein paar Singleplayer-Missionen machen? Mach. Oder zugucken. Nur Singleplayer. Im Grunde könnten wir spaßesweise einfach das gleiche machen. Nur halt im Singleplayer. Ja. Aber jetzt mal, was ich jetzt als nächste Mission mache. Was mich halt abfuckt, ist, dass du den Chevrolet höher legen kannst, aber den Hammer nicht. Ja. Trotzdem will ich den Hammer fahren. Ich weiß nicht, er bekommt noch Akku. Panik bricht aus. Viel zu viel auf Fortnite. Was? Viel zu viel auf Fortnite. Abstellen, ich nehme mein den Truck da so Werkstatt verlassen. Aus meiner Scheiße. Hast du ein Flatbed, Mark? Nein. Wie meinst du? Also Flachbett? Oder was hast du für einen Auflieger hinten drauf? Für ein Ding hinten. Ich habe kein Flachbett, ich habe einen normalen. Was heißt normal? Normal. Ich habe einen Plane. Pritsche. So, Pritsche. Entscheid dich mal bitte. Ja, Pritsche ist, dass man den Rand am hoch. Genau. Ah, gut. Und ein Kran dran oder wie? Nein, kein Kran. Gut. Dann. Sorry, da habe ich mal nochmal Glück. Ja, nee, du bist ja auch auf Michigan, vermute ich mal. Ja. Kann man, als wir das einfach. Was es halber auch uns langweilig ist, das gleiche machen. Ja. Hotel in Nöten, jetzt soll ich da einen Schiebeplaner auflieger. Ach du Scheiße, das Ding ist da oben am Arsch der Welt. Picture! Ich guck immer, was du als Belohnung bekommst. Das würde ich dir auch raten. Also was ist das? Ich so, guck immer, was du als Belohnung bekommst. Was ich als Belohnung bekomme. Danke. Entschuldigung. So. Darum gibt es dich für. Immer ist erstmal Werkzeuglieferung. Ja, weil es sind die kleinen Dinge im Leben. Welche Firma machst du? Welche Auftragsgedöns machst du? Ich habe jetzt Aufträge, Husky Forwarding, Werkzeuglieferung. Werkzeuglieferung? Ja. Geil, habe ich auch. Muss ich zur Farm fahren? Genau, ich auch. Brauche ich dafür was? Ja, du brauchst einen Auflieger, den du an der Werkstatt findest. Das ist dieser Plan mit dem. Ach ja, hier. Steht schon da. Boah, ich bin jetzt gerade einmal im Kreis gefahren. Das ist fail. Ja. So. Alter, es ist so kurz. Ne? Mal wieder zu weit, mal wieder zu weit hinten. Ne? Kann ich nicht befürworten. Ich vermute mal, dass du hier noch einen LKW finden kannst. Da gehe ich auch mal von aus. Machen wir gleich auf den Weg und scoute erstmal alles. Wo muss ich denn jetzt überhaupt herfahren? Ah, ich hab's easy. Ich muss nur von der Werkstatt geradeaus raus. Siehst du, ja, wieder schummelt? Oh, links. Also geradeaus links und dann der Straße folgen und dann irgendwann rechts. Will ich schon mal nicht. Ganz einfach, der Anhänger steht an der Werkstatt. Und ich spawne an der Werkstatt. Na, ich auch. Ja. Wenn du Land wechselst. Oder wie man auch immer das nennt. Land wechseln also. Geht gar nicht. Du kannst deine Bürgerschaft wechseln. Ja, über Land kannst du trotzdem unterwegs. Ich auch. Bin gleich schon da.
Ja, Musik hätten sie sich auch andere auswählen können. Ich habe meine Musik ziemlich leise gemacht, weil ich die nervig finde. Weil ich bin froh, dass ich Allradantrieb habe. Hast du auch Allradantrieb? Ja, habe ich bei mir eingebaut, ja. Wird Differentialschwerer auch? Ja. Fährst du denn international, oder? Ja. Gut. Dann fahren wir auch gleich hier LKW, dann auch noch ein bisschen. Nö, ich habe bei mir oben drauf noch ein Blinklicht. Nö, das brauche ich nicht. Noch nicht. Ich bin wieder arm, ich habe nur noch 4000. Ich spare mein Geld. Ich habe alles, für Tuning ausgegeben. Kommt halt davon, einen Hammer tunst und einen Chevrolet. Also ich habe meinen Chevrolet jetzt gerade eben auch vollständig getuned und... Ja, ich habe halt den Hammer noch getuned. Der ist teuer. So, Husky-Gedöns. Nasse Ernte. 2 Ziegel, 2 Holzplanken, 1 Metallplanke. Also ich habe schon den ganz großen Flachbett-Auflieger gefunden. Den mit dem Ding ist hinten dran. Mit den 5 Stück oder wie? Ja. Wo steht denn der? Der steht neben dem Ist das in der Nähe der Farm da? Ja, der ist in der Nähe. Der ist, wenn du die Farm rausfährst, rechts ein Stück. Und dann 2 links. Genau. Ja, gut, dann, ja, den habe ich auch schon. Ja. Oh, jawohl, so ein komischer Roter, sag ich mal, wo du drauf fahren kannst mit Autos. Genau. Aber du brauchst nämlich jetzt einen mit 5 Dingern. Hole ich mir den schnell. Waffel? Ja. Ich kann jetzt ein cooles Feature sagen. Wenn deine Federung gebrochen ist, hängt die durch. Also es ist ja nicht einfach nur kaputt, sondern es ist wirklich auch ansichtbar am Fahrverhalten. Also du hängst wirklich auf den Reifen drauf. Ja, nice. Das ist mir nicht beim Hammer passiert. Ich bin mit Vollkanne gegen Schnee und so gefahren und war kaputt. Oh, der ist sogar voll beladen. Mhm. Das brauchen wir gar nicht. Passt noch 4 drauf. Easy. Kenworth hörst du ja nur den Motor. Mhm. Sieht mir aus nach. Der Husky, nasse Ente. Annehmen. So 2 Ziegel. Sieht das aus wie Ziegel? Sie hatten recht, der Kenworth sieht doch besser aus. Weil, wen meinst du jetzt? Kenworth. Der Mac müsste, wie gesagt, jetzt auch heute Abend reingekommen sein. Kann ich schauen, aber ich weiß, keine Ahnung. Was ist los? Findet mich in eure Gespräche mit ein. Ja, aber wenn der noch drin ist, dann habe ich kein... habe ich kein Dings. Nein. Ich würde gerne mal interessieren, was ich geladen habe. Das nicht irgendwo? Da wird man schon zu 3 unterschiedlichen Orten fahren. Iha. Weil das, was du nämlich geladen hast, ist nämlich falsch. Ich weiß, der hat Betonbalken geladen und der braucht aber Ziegel. Die ich eben drauf hatte. Die Fracht ist einfach entfernen. Nice, let's go. Oh, ich sehe jetzt erst, dass hier ein Auto fehlt. Was? Ja. Dunkler Geländewagen. Kriegst du kein Auto für. Kriegst du auch kein Auto für. Ist doch zum Kotzen. Ich war 150 weit.
besten zuerst und mag Ziegel, Metallplatten? Ziegel, weil das ist am schwersten. Na scheiße, ich müsste mir doch den Sichtpunkt erstmal freischalten. Bill, wenn du dann morgen auch da bist, dann rocken. Will du es morgen hoffentlich hast. Und nicht die Spastis wieder. Oh, schon die Ottos wieder alles viel weggekauft haben. Dann ziehen wir dich hoch auf unser Level. Also höheres Level du bist, desto bessere Aufträge kriegst du. Und mehr Geld gibt's und alles. Wie gesagt, Geld kriegt jeder. Tonnen Eisenrohre von Las Vegas nach. Kannst du mal bitte ins Bett vorgucken und Superblümchens Frachten abrechnen? Ich wollte gerade fragen, fährst du mit Bett oder auch noch? Mit. Das ist gut. Dann kriegen wir, macht Phil auch noch ein bisschen Geld amerikanische Ballereien. Ja, Phil, Superblümchen kann... im Moment auch, ne? Auch amerikanische? Ja. Das mag, Phil, alles über 300.000 kannst du aufs deutsche Konto bereiten. Warte mal. Hast du ja gesagt gehabt, Marc, 300.000 ist ja okay. 165 ja. Meilen hat er in 13 Minuten geschafft? Oder sind das Sekunden? Minuten. Warte mal bitte. Euro pro Kilometer bestimmt auch. 433, was war seine Maximalgeschwindigkeit? 150. Ah, pennt der manchmal beim Fahren oder? Warum? Er hatte gerade eine Fracht mit 400 Meilen. Da hat er 17 Minuten gebraucht. Jetzt hat er hier eine Fracht mit 144 Meilen, also weniger, und hat dafür 18 Minuten gebraucht. Na gut, da ist er aber auch ein bisschen nach Geschwindigkeit gefahren. Du kannst in Amerika allgemein schneller fahren. Das ist mir auch klar, aber er hat. Bei einem ist er 150 gebrettert, bei dem anderen fährt er hier nur 58. Solange die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht von 125 überschritten wird. Wie war das zwar? Jetzt gucke ich mal, wer es aussieht mit dem Anhänger. Ich habe mir den einen Anhänger erst gekauft gehabt. Also es dauert, bis man mal einen Berg hochkommt, aber man kommt einen Berg hoch. So, noch kleiner ging die Aufladestelle nicht. Wie soll ich denn hier rumkommen, ihr Doc Gurva? Boah, wenn ich hier nicht rumkomme, ne? Was hatten wir gesagt, brauchen wir? Siegel? Na, Mark meine ich jetzt. Marc ist doch gerade weg. Also, Siegel, Metallplanken. Entschuldigung, ich bin gerade überlegen. Sieht mal aus nach Metallplanken. Mal gucken, ob ein Auto, ein Auto einen LKW-Anhänger ziehen kann. Ne,
gar nicht. Hm. Winde kann er anbringen. Ach du Scheiße. Sweet Home Alabama. Ich will einfach so ganz wenden, bis die Sachen rauskommt. Das ist halt die Sache. Ich bin so spontan. Ich glaube, eines Morgens rufe ich dich nur an und sag, hast du Bock mal nach Italien zu brettern? Wenn ich Zeit hätte, würde ich sagen, ja. Ja, und wenn du keine Zeit hast, sage ich, die nehmen dir Zeit. Sag, dass du krank bist oder so. Bestech die Ärztin oder so, dass sie dir eine Woche frei gibt. Schlaf mit ihr. So, bisschen hier zick-zacki machen. Naja. Marco, du hast nichts gehört. Nee, nee. Ich kann mir das ja später alles anhören. Scheiße. Wir müssen die Beweise vernichten. Zünden wir seinen Stream an. Genau, wir zünden den Stream an. Burn in holy fire. Ich hab noch nie einen brennenden Stream gesehen. Phil, wenn du einen findest, sag Bescheid. Kost. Nee, Benny, obwohl das Spiel neu ist. Schade. Weil ich dachte, aber. Ja. Country Road. Liegt an Phil. Warte mal. Country Road, wo jetzt, wo du sagst. Vielleicht hilft das ja. Ey, der Kenworth sieht mit den Bullenfängern so nice aus. Also, welchen? Hast du einen alten Kenworth? Ja, also die Schnauze und alles sieht noch alt aus. Ist nichts rund, sondern alles eckig. Ja, Mann. W900? Was? W900? Ja. Ehrenmann. I love you. Ich hab einen Doppeltrailer. Du hast also meinen Geschmack. Zwei kleinere. Wart mit Eisenrohren drauf. Schön lang die Dinger. So muss das fallen. Hab ich's Marc auch immer gesagt. Die Dinger müssen lang. Am Ende waren sie zu lang. Ja, gut. Man sollte halt schon ein bisschen drauf achten. Ja. Maybe let it rain. Geh erstmal scouten, Marc. Dass ich die Karte aufgedeckt habe. Gameplay. Zufällig Straßenereignisse, einmal ganz hoch, Umleitung, immer ganz aus. Was sehe ich? Umleitung einfach vorbei, weiterfahren. Umleitung, bitte hier lang fahren. Hast du das Foto gesehen? Egal. Hast du das Foto ja, gesehen? Das habe ich schon gesehen, keine Sorge. Ich bin einfach vorher gefahren. Ja, das ist scheiße halt, weißt du? Deswegen war ich noch nie ein Fan von den Umleitungen. Ich wurde einmal umgeleitet und sollte ich 300 extra Kilometer fahren. Ja. Hm. Oder da muss ich aber jetzt mal los. Oh. Wo muss ich hin? I'm a snake! Warum hat er denn jetzt hier die ganze Zeit Error? Sag Let it rain. Phil hat kaputt gemacht.
Das ist so ein Hacker, weißt du? Of course I am. Bist du noch live, Mark? Was? Bist du noch live? Ja. Och, scheiße. Nein, nicht, nee, ich will nicht auf das gezogen. Ich hab mein Auto macht ein Nickerchen. Gut, dann sag ich das lieber nicht. Naja. Irgendwie ist jetzt hier gerade mein Ding ist zu inkompetent. Dann was? Mein Downloader. Oh. Was mache District gegen ihn? Ja, der sagt mir die ganze Zeit Error. Aber was der Error sagt er nicht? Irgendwas mit dem Plugin. Also. Weißt du, was ich lustig finde? GTA kann ich spielen mit diesem Drecks, diesem NAT-Fehler da. Okay. Das kann er spielen. Meckert einer rum, dass das halt falsch eingestellt ist und dass ich da Lex bekommen kann. So. Aber sonst aber auch nichts. Ja. Weiß, was wir machen können, wenn alle ein Auto haben und das Auto gut aufgebaut ist. Einfach mal so ein Rennen durch die Map. Ja, mit Quests oder so. Jeder sucht sich einen Scout, einen Offroader und einen Heavy-LKW aus. Oder halt nur einen Offroader-LKW. Und dann muss er damit Quest machen. Scheiße. Und Auto kaputt. Ah ja, mein Rechner hier faucht wie sonst was. No one has to leak Marks PC. Hm. Also nicht wahr. Warum sind Sie hier zur Reparatur Ihres PC? Ja, Snow One hat mein PC gegrillt. Jo, CPU 76% und GPU 73%. Wie meine GPU ist, glaube ich, auf 90%. Grad meine ich, sorry. Also Grad. Ich habe 13 Tonnen im Rücken, weißt du, und bretter hier lang wie nichts. Das ist nichts Besonderes, Phil. Ich hatte schon schwerere Frachten und bin durch die Gegend gebrettert. Das merke ich schon. Deine Sprache ist auch sehr schwer dabei. Er hatte mehrere Unfälle. Mehrere. Sprachlichen Deutsch. Unfall. Deutsch braucht keiner heutzutage. Blinker sitzen, nach links und nach rechts lucken. Und dann durchbrettern. Blinker setzen, nach links, nach rechts gucken, nach geradeaus fahren. Uhu. Punkt erreicht. Ich stehe hier immer noch. Ja, ich fahre auch mit dem Scout gerade.
nicht, damit ich die Karte freigeschaltet kriege. Weil das stört langsam ein bisschen, dass du nichts siehst. There is one. Und da man den Chevy ja hochlegen kann, was ziemlich nice ist, auch wenn er keine Leistung hat. Das aber mal gezwungenermaßen ein bisschen Offroad. Bremsen. Oh. Und Motor gestoppt und blups. Braucht der Kraftstoff? 98 Liter. Blups. Geil. Nennen. Oh, do you want a little bit verarsch me? Cool. ZV, ich würde die Lieferung auch mal gerne abgeben. Ja, geil. ZV, du kannst mich mal. Wacht da ist nicht. Er hat. Egal was ZV gerade für ein Problem hatte. Er hat meine. Ich war unterwegs, kam an, hat es abgegeben, doch ZV hat das nicht angenommen. Cool, das heißt, ich bin 3000 Meilen umsonst um 300 Meilen umsonst gebrettert. Naja. Weißt du, wie ich mich fühle? Waren ja nur 300 Meilen, kann ich ja mit leben, Digga. 300 nur? Ja. Wow. 3000 wäre ich ausgerastet und das Spiel nicht mehr als mir angerührt. Oh, oh, oh. Ich hab glaube ich noch ein einziges Schrottauto hier. Und wieder umgekippt. Mhm. Ah, endlich ist es mal wieder hell. Warte, du brauchst Dach? Ja, nachts ist irgendwie scheiße. Nachts ist geil. Weil mit den Lichtpegeln alles. Oh, yes. Da. Bleib stehen. Ach, scheiße. Ich mach das jetzt gerade so, ich hole jetzt gerade mit meinem, hole ich die Ziegel ab, dann schnapp ich mir den Anhänger und hole da den das Stahl zum Pilz plus, beziehungsweise also die Metallplanken und die zwei Holzplanken ab. Ja, machen wir das so. Ich halt gehe hier. Stellen Trucks. Weiter verlassen, ey. Fahr ich nicht einfach mit meinem. Was? Fahr ich einfach mit meinem. Schönen, schicken. Hammer. Da bin ich ins Leistung. Ist der denn überhaupt schnell, eigentlich? Also, der Tacho sagen die alle gleich schnell. Ja, nice. Ich fahre jetzt hier fast, ja, 25. Er hat halt mehr Leistung. Need a stronger engine. Mehr halt im Grunde eigentlich nie. Hm. War hat halt noch schlechte Reifen, glaube ich. Aber was heißt schlechte? Nur Geländereifen drauf und ist halt nicht übergelegt und kein Motorleistung und Besserung, aber halt so Sprit hat er dort, extra Sprit, extra Ersatzreifen, Schaden, auch die andere Seilwinde. Ja. Und sonst also Reifen nichts freigeschaltet, nur die normalen, die Straßenreifen und die, die jetzt schon drauf montiert waren. Ja, bei meinem hier ist auch noch nichts freigeschaltet, dem fehlt auch noch zu viel. Welches Level bist denn du? Zwei.
2, okay, ich bin 3. Fahrzeuge freigeschaltet habe ich 3 von 8. Hab's gehört. Missionen gibt es in Michigan. Ey, in Michigan. Und dann kommen noch die anderen Bereiche hin. Ja, in Michigan, jetzt musst du noch sagen, auf alles verteilt. Auf alle ja. 4 Dinger von Michigan. Es gibt ja dann auch noch die extra Mission. Ja, und insgesamt also gibt es 12 Fahrzeuge, die du freischalten kannst. 54 Wachtürme. Jetzt in Michigan oder was? Ne, alle. Achso, wir hatten nur 12 Fahrzeuge. Nur 12 Fahrzeuge, die, nein, die du auf der Welt freischalten kannst. Durch Finden von Missionen oder sonst irgendwie. Und 215 Missionen gibt es. Und wie viele Fahrzeuge gibt es insgesamt? Nur 12 oder mehr? Na, mehr. Alle, die du im Shop siehst. Aber die kannst du halt nur über Level freischalten. Den Hammer kannst du zum Beispiel auch noch nicht kaufen. Nur ich habe mal halt freigeschaltet durch diese Mission. Das sind diese freischaltbaren Fahrzeuge. Okay. Oder wie der LKW, der an der Garage stand, zum Beispiel. Mhm. Hast du deine Ziegel schon? Ich hab noch gar nicht. Ich hab noch nichts beladen. Ich mach erstmal jetzt meine Scout-Punkte frei, damit ich weiß, wo ich langfahren muss. Mhm. Dann fahre ich, darum fahre ich auch mit dem Hammer und so. Es gibt da aber auch eine schöne Abkürzung, um schneller zur Ladestelle zu kommen. Doch, ich will erstmal die Wachtürme frei haben und ich weiß, wie die Karte aussieht und dann gucke ich, ob ich eine Abkürzung fahre oder halt nicht. Bisschen beschissen ist, wenn du mal nach hinten gucken willst, kannst du nur deinen Spiegel benutzen. Wenn du aus dem Fenster glotzt, ne, siehst du nur ein fettes Rohr. Ja. Ich hab Schwerlast gemacht und was war am Ende? Ja, schön, toll. Arschlecken. Durftest du, ich weiß nicht, welche Stadt das ist. San Diego, glaube ich. I don't know. Wo die Brücke ist. Passt mit dem Schwerlastding nicht durch. Lach. Phil, hast du jetzt schon das neueste Update mit dem Ton? Also wo du auch die Fenster runter machen kannst. Da runter machen? Ups, das war ein Auto. Wie soll ich den runter machen, bitte? Da gibt's extra Tasten, die du dafür belegen kannst. Also wenn du jetzt schon. Hast du jetzt schon das ganz neueste Update? Keine Ahnung, da war nur ein Update mit 35 Megabyte. Mhm. Mal gucken, ob hier irgendwas in Tastenbelegung neu ist. Schauen wir unter in Audio Settings. Audio Settings gibt es viele, da gibt es jetzt Ecke, also. Ja, dann hast du jetzt das ganz neueste Update. Effekt, also, Lautstärke des LKWs. Ja, du hast jetzt so gesehen das Update mit den verschiedenen neuen Sachen, die hinzugekommen sind. Unter anderem, dass du auch die Fenster herunter machen kannst. Mark? Ja? Spielst du gerade online? Ja, schon die ganze Zeit. Gut. Weil dann müssten wir ja von vorne anfangen. Darum ging's mir. Ne, gut, dann ist das gut. Fahrersteuerung. Was steht denn da drin? Das ist unter Steuerung. Und dann, wo das jetzt genau ist, weiß ich leider nicht. LKW-Steuerung wäre es ja eigentlich, aber heißt das einfach nur Fenster runter machen oder was? Ja, Fensterscheibe öffnen, Fensterscheibe schließen. Feststellbremse. Weil du kannst die ja auch in speziellen Positionen dann öffnen und schließen. Fernlicht. Sieht man dann auch, wenn sie auf sind, so ein Unterschied. Scheibenwischer. Du hörst es auch. Ja, hören ist ja sowieso. Scheibenwischer verlangsamen gibt's. Ja, das gibt's schon länger. Das gibt's schon lange. Das gibt's schon, seitdem ich das Spiel geboren hab. Oh, ich hab Dankeschaden. Cockpit, Fahrtinfo, zurücksetzen. Rechtes Fenster öffnen. Ja, da ist es doch. Rechtes Fenster schließen. Wow, ich muss insgesamt 4 Tasten belegen. Mhm. Boah, du machst Numpad mit Doppelbelege.
Nee, du kannst auch, glaube ich. Nee, kannst du nicht. Ist das Numpad denn eigentlich belegt? Ja, das Numpad ist belegt. Die Kamera. Boah, die Kamera. Nein, das zusätzliche Numpad. Das zusätzliche Numpad ist auch belegt mit Kameraansichten. Aber die kannst du löschen, das ist nicht das Problem. Da guckst du nur nach links und rechts. Und ich habe es eh da ausgemacht wegen meinem Teamspeak-Soundboard. Weil ich mit Lenkrad spiele. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass ETS keine Doppelbelegung nimmt. Also das so, oder Dreifachbelegung, so wie es War Thunder kann. Hast du halt so gesehen. Du kannst mit Tricks, kann ich Doppelbelegung machen. Was ist denn Y? Y irgendwas? Y und X. Y und X vergeben? Glaube, guck nein. Doch guck doch nach, du siehst doch an. Bin ich doch gerade dabei, Junge. Du musst die Taste nur einfügen, weil dann steht der Absatz belegt ist. Oder liege ich jetzt falsch? Mhm. An dem 2800 bekommen, geil. Du hast David den Berg. Wie, du hast jetzt 2000, hast du jetzt schon nach der Ernte fertig? Ich hab den Turm freigeschaltet gehabt und auf dem Weg zum Turm hoch gab so, ich muss auf zwei Punkte fahren, weil die eh auf Weg lagen, habe ich die Punkte einfach mitgenommen. Warte mal, ich will jetzt erstmal gucken, ob ich das rechte Fenster öffnen kann oder nicht. LOL! Das ist sexy! Oh, warum? oh, sexy! Oh, was? Cool, du kannst sogar einstellen, auf welche Höhe das haben willst. Ja. Ist ja geil. Aber meine Frage ist, was soll mir das bringen? Das ist halt einfach nur zum Sound. Sound optisch. Weil du siehst das auch von außen. Das ist gut für meine nächsten Fotos. Genau. Und du kannst halt noch ein bisschen mehr Realismus halt reinbringen. Oh, Baum. Gut. Also der Hammer, ich kann euch den Hammer. Scheiße. Nicht empfehlen, wenn er nicht hochgelegt ist. Der hüpft ziemlich. Wegen seinem Gewicht. Wie viel Tonnen wiegt denn der eigentlich? Locker 3. Er wiegt ziemlich viel. Was denn hier passiert? Unfall. Scheiße, die Frau ist dem Mann reingebrettert. Kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, weißt du, dass die Frau dem Mann reingefahren ist? Wahrscheinlich hier ist rot, so ein blaues Auto. Ein Mann steht bei dem blauen, die Frau steht vor dem Mann. Gut, ich hab nichts gesagt, tut mir leid. Also rein der Position der Person her würde ich jetzt schätzen, dass das rote Auto der Frau gehört. Was Marc, was ich gut finde, ist, dass du das, wenn du das Auto bergst, oder ohne Anhänger, dass du nichts bezahlen musst. Ja, das stimmt. Ja, doch, du musst damit halt bezahlen, dass du keinen Anhänger ziehen kannst. Ja, aber für einen Scout brauchst du ja gar nicht mehr. Also ich kann mit dem Scout durch die Gegend juckeln, kaputt fahren wie ich will, und wenn ich halt keine Reparaturpunkte mehr habe, reparieren und alles, fahre ich einfach, lass ich den Scout nochmal abschleppen. Ab wann kann man eigentlich frei in der Welt Garagen kaufen? Schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Nein. Das kriegst du erst mit der Bestellung, sonst würde ich so durchgehend machen. Achso, nee, ich glaube erst, wenn du eine große, voll ausgebaute Garage hast. Bildung? Ja. Ja, habe ich eine? Habe ich? Nee, ja, eine große habe ich. Aber diese muss, glaube ich, voll sein. Burma. Weißt du, was geil ist? Na, was grad, denn? Ich hab wieder gerade ein Fahrzeug freigeschaltet. Hat er im V1? Das ist der Chevrolet Kodiaq C70. Ob gut oder schlecht ist, ist mir scheißegal. Im Endeffekt, es geht mir nämlich am Ende nämlich nur, wenn der Scheiß ist, um verkaufen. Das Geld. Scout? I don't know. Ich kann den noch nicht sehen, ich muss da erst hinfahren, weil der ist. Geht er dahin?
Gehört Mac zu einer eigenen Firma oder ja, kann man den über Kenwell? Mac ist eine eigene. Hat keinen Sprit, ist kaputt und so ein Scheiß. Aber ich habe mir einen Marker gesetzt und das. Hashtag Repair. Meinst du jetzt mich, Phil? Ja. Also, geil. Ansonsten müsstest du mal googeln, ob irgendwo schon feststeht, wo jetzt die Mac Händler sind. Ja, sonst würde ich sagen, weil eigentlich sieht man, aber das finde ich viel geiler. Du siehst auf der Karte, wo ein Kenworth-Händler ist. Zumindest von Kenworth. Ob das jetzt bei den anderen ist, weiß ich nicht. Du siehst aber dann halt, würde ich halt eine Garage kaufen und dann hinfahren. Wenn du ihn, Phil, wenn du ihn gefunden hast, siehst du, wo er ist. Sonst siehst du es nicht. Nein, hier, auf der Karte. Ich öffne die Karte, gucken wir Los Angeles an und dann steht da hinten Kenworth. Ja, weil du da schon mal da warst. Nein. Sonst ist das eine Firma. Sonst steht dann der Name und steht sonst irgendwie nicht so. Nicht Kenworth! Ich war da noch nicht. Hier ist alles noch grau, Kollege. Dann ist das eine Firma. Das ist richtig. Ja, das ist eine Firma. Also, du kannst ja bei denen die verschiedenen Anhänger da abholen. Das heißt nämlich nicht, dass da ein Kenworth-Händler ist. Wenn ich da gleich hinfahre und dann Kenworth-Händler ist, ne? Dann hab ich euch beide enteiert. Nee, nee, ein Händler ist da. Also du kannst auch Anhänger kaufen. Ja, wenn dann Kenworth-Händler ist, dann hab ich euch beide enteiert. Ach, ich wow, da ist dieser Dreckswagen, Alter. Marc, der lohnt sich. Ja, verkaufen unter sich. Ich weiß doch nicht, wie man den LKW da hinkriegt, aber... Muss er erstmal zur Tanke fahren. Die haben Post. Toll. Wollt ihr die haben? Cool, jetzt habe ich Garagen frei kaufen, wie ich los ich bin. Truck wechseln. Guck mal, wie konnte man eigentlich hier nochmal betanken? Indem ich einfach an den Tankwagen rangehe und dann kann ich mich betanken, ne? Wenn er voll ist. Oh oh. Wenn er voll ist, ja. Truck wechseln, Hammer. Parieren. Quelle. Nein. Halt mit Q und E eigentlich belegt? Ja, E ist ja. LKW ausmachen. Genau. Also, brauche ich E eigentlich oder? E für, ist für den Motor. Ja, aber reicht doch eigentlich nur, wenn ich das Gaspedal drücke oder nicht? Wenn du automatische Zündung und Motorstart drin hast, ja. Oh. Dann heißt es jetzt nämlich, wie heißt das da? Bergen. Bergen, annehmen. Und gebergt. Bugs. Ah, 33.000 ist der Wert. Der Kodiak? Der Kodiak, 70. Das ist ein Heavy Duty. LKW, oder? LKW, Heavy Duty LKW. Willst du euch ein Foto schicken? Wahrscheinlich ein ziemlich alter. Ja. Nee, Marc, da stellt man einen ganz neuen ab und lässt ihn da in der Wildnis verrotten. Wo der stand. Ich meine, ich würde auch meinen Kenworth einfach so in die Wildnis stellen und sagen, du verrottest jetzt hier, bis dich irgendwer findet, ist mir egal wer, der kann ich doch noch oben. Das Gute ist, ich habe für den Dings nichts freigeschaltet. So. Während du da jetzt gerade so deine Fahrzeuge suchst, bin ich schon gerade beim Fahren. Was heißt Fahrzeuge? Fahrzeuge suchen. Die bringen mehr ein als, so eine Fracht, wenn du die eh nicht brauchst. Ich sag's so, wie es ist. Ja. Boah, die Polizei ausgetrickst, Junge. X-Tricks Trickser hier, aber der alle echt. Was macht denn der Kenworth-Händler hier? Kenworth-Händler entdeckt. Leck mich am Arsch. Naja, also den Anhänger da, den kannst du gar nicht ziehen.
hab euch beiden die Ehre genommen. Service Parking. Phil. Ja. Wart auf morgen an dem Phil und Mark und ich dir die Ehre. Du bist so glücklich darauf, wenn ich das Spiel habe und du schon tun kannst, als wenn du bessere Trucks hast als ich, ne? Nicht mal Telegramme. Ja. Du bist genauso wie die Dame auf dem Schachfeld. Kann überall hin. Ja, aber nur in der Küche. Da wurde die Ehre aber mal eben ein wenig entnommen. Ja, wurde sie. Ja, was soll ich sagen? Ich als ehemaliger Chirurg muss ja doch wissen, wie das geht. Herr Schaper, Sie sind kein Chirurg. Wissen Sie das? Lass ihm doch den Glauben. Ja. Ich hab ein Diplom an der Wand, wo drauf steht, dass du ein Spaß bist. Ich glaube, er war gar kein Chirurg, er war ein Psychologe. Naja, Phil ist ja der Psychologe. Der Chirurg. Wahrscheinlich, Digga. Aber im Grunde kannst du sagen, es ist ja ein Maisamaka im Grunde, was von innen die Optik angeht. Schön alt und klassisch gehalten. So, die Ziegel habe ich jetzt schon mal abgeliefert. Jetzt geht's an den Rest. Ach. Peterbild, geil. Habe ich ja nicht schon einen von. Welche, was für ein Peterbild hast du? Einen neuen oder einen alten? Alten. Oh, Alter. So ein hässliches Ding. Bleib mal ganz ruhig, ne? Beta-Bild ist nur neu schön. Neuer Beta-Bild, alter kennt man. Hast du gekifft oder so? Ja. Merke ich schon. Trotzdem, neuer Beta-Bild, alter kennt man. Der Rest ist hässlich. Oder die alten Macs. Oder die, aber die sind noch nicht drin. Ey, voll, du wirst irgendwann so einen Rassenkrieg zwischen LKW starten. Wenn du mir so mit so einem Toyota auftauchst, klar, mach ich dir den Pink an, Alter. Toyota. Ich hab, Alter, hörst du überhaupt zu oder bist du blöd? Was denn? Ich hab gesagt, irgendwann, Safe Call, wirst du einen Rassenkrieg zwischen LKW starten. Du kommst mit Toyota, wahrscheinlich. Ach, denkst du nicht, Toyota macht keine LKWs. Vor allem nicht in Deutschland, aber trotzdem LKW. Alter. Deutschland oder China das gleiche. Nur China ist schlimmer. Nicht einer interessiert sich für die. Warum sollten wir jetzt mit Toyota ankommen? Volvo-Händler ist ja toll. Alter, ist das hier für eine Müllstraße? Marc, jetzt weiß ich auch, warum du so lange gebraucht hast. Warum denn? Weil die Straße einfach absolute Scheiße ist. Phoenix, warten wir mal. Phoenix. Egal. Packen wir lange noch und dann gibt es bessere Ecken. Lichtfahrzeug ist der Cat. So, gab es hier irgendwo noch einen Anhänger, der hier doof in der Gegend rumsteht?
Dann ein Flatbed. Oder ist einer für Sattelzug? Mal schauen, ob ich mit dem Chevrolet einen Anhänger ziehen kann. Welchen? Mit dem Auto? Ja. Im Grunde mit der Seilwinde halt. So ein, oder du kaufst dir für 3000 so einen kleinen. Habe ich auch gemacht. Na, hast du zwei Platz drauf. Oder einen Platz kannst du ja auch so einen kleinen oder einen großen nehmen. Oder einen Spritanhänger. Scout, Pritschenwagen. Internationaler Händler entdeckt. Uhu. Ja, ist das denn alle Händler oder was? Was? Internationaler Händler, was das denn? Bestimmt ist da jetzt der Mac drin. Wo? Beim internationalen Händler. International Lone Star Day Cab. Ach so. Ja, die Firma International. Oh, was für Spaß, ne? Der Cab ist in der Ex der behässliche Ort. Was hast du erwartet? Meinst du die International? Ja. Die alten sehen schön aus. Hier kannst du alte fahren. In Snow Wonders. Die sehen nicht so hässlich, nicht ganz so hässlich aus. Die sind nicht so ganz hässlich. Ja, die sehen hässlich aus, aber sie sind. Guck die Markstream an, dann siehst du, wie hässlich die sind. Nein, danke. Nicht so abartig wie die neuen. Dieser Moment, wenn du von einem Stein aufgehalten wirst. Der Moment, wenn du einen Stein 50 Schaden machst. Ey, sag. Traurig. Ach, no, nee, das war mein Finger, der mich aufgehalten hat. Ja, moin. War International auch schon vorher drin? Nein. So lange ist es. Von Anfang an ist es nicht drin. Ja. Aber wann genau es reinkommt, weiß ich nicht. Welches fehlt, kann ich nochmal einhören? Zwei Ziegel, zwei Holzplanken, eine Metallplanke. Na, ich habe jetzt schon die zwei Ziegel abgegeben. Ich fahre jetzt mit dem Chevrolet Holz holen und mit dem anderen hole ich dann eben die Metalldinger. Links und gleich rechts. So, MacArthur. Anthem. Jahre gibt es die. Wen? Its virtual implementation in our game includes a wide array of configurations, including 12 chassis variants, 6 engine variations, 40 transmissions, 3 different cab types, and a large variety of tuning accessoires. Also die haben das Ding 1:1 mit dem Originalen gebaut. Okay. Gut zu wissen. So. Ah, das ist ein freies DLC. Du musst ja es als DLC herunterladen. Ach. Beta-Welt, toll, hab ich auch nicht schon. Da habe ich die zwei Ziegel her. Da kriege ich Holz, ja. Da Metall. Seite. Wenn ich das hier hole, da abliefer, dann weiterfahren. Ja. Marc, ich weiß nicht, ob das dir auch so ist, aber wenn du kannst Hupe nicht gedrückt halten, der hupt nicht durchgehen, das finde ich schön. Naja, bei mir auch so.
So, da bin ich jetzt gerade. Also Marc, wenn du es schlau machst, brauchst du gar keinen Anhänger mehr nehmen. Du hast an deiner Werkstatt einen Anhänger mit Metall. Den fährst du jetzt direkt mit dem Siegel zur Farm. Lässt ihn da stehen und holst dir dann, fährst dann leer zum Holz. Ja. Machst aber jetzt an. Außer du musst es wirklich so abliefern, wie es da steht. Ziegel, Holz, Metall. Ja, aber ich hab jetzt gerade gesehen, da hinten steht noch ein kleiner Anhänger. Den ich mir mal eben schnabuliere. Ja, ist ja nicht wert. Also der Chevrolet hat dieser, den ich gefunden hatte, verbraucht im Schlamm 10 Liter. Das ist ja nur wenig. Er verbraucht ja an den du jetzt hast, ja auch. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich ja, ist ja wenig. Ich will den Cat haben, ich warte einfach nur auf den Cat. Ja, dann warte mal, aber von alleine kommt er nicht, wenn ich dir schon mal sagen. Ja, gut. Ach nee, weil ich ihn freischalten musste, Otto. Du weißt aber auch schon, dass der Cat auch scheiße teuer ist, ne? 116.000. Billig. Verkaufst du, du kannst da hier genug Sachen finden. Verkaufst du einfach und du easy. Ja, 80% der LKWs, die es hier gibt, brauchst du eh nicht. Das war jetzt besser, eine... Ja gut, aber... Der International zum Beispiel, den behalte ich noch. So als Tuka-Tuka-Auto. Nice! Als Tuka-Tuka. Was heißt du sonst das? Er erzählt einem Kindergartenkind, wofür er seine Autos benutzt. Das ist mein Tuka-Tuka-Auto. Das ist das Kindergartenkind so. Alter, bist du behindert oder was? Ich kenne einen Phil, also... Was erwarten sie von mir? Grammatikalisch. Letzte? Ich kenne eine Fälle. Besser? That ja. Make no sense. Okay. And it makes no sense just because you're a weirdo. Aber hey, wenn du vorne irgendwo gegenfährst, oft genug verlierst du ein Kennzeichen. Ah, nice. Also bei mir hängt das. Wo war denn? Aber so ein geiles Feature nebenbei. Bei mir hängt das nämlich schon ein Stück runter. So, hab jetzt den Anhänger dran, das habe ich keins gemütlich Holz und Metall. Da war gerade irgendwas unter mir. Vielleicht ein Lebewesen. Ochse kann es nicht gewesen sein. Ich glaube, ein Frettchen oder so. Wer von euch hat Bock, einen Bison zu streicheln? Ich. Du weißt, wenn ich mal in Amerika bin, klaue ich mir einen Bison. Ja, genau, und packst es dir innen auf die Ladefläche. Ich würde sagen, Phil steht am Flughafen. Das ist mein Haustier. Wenn er sagt, Taustiere dürfen nicht reisen, stecke ich ihm 10er in die Tasche. Reicht nur ein 10er? Wenn der 10er nicht reicht, dann lasse ich den. Wobei, du musst ja 10 Dollar denken, keine 10 Euro. Ja, eben 10 Dollar ist mir egal. 15% aller Amerikaner sind eh arm. Ein Stück Scheiße. Phil, du hast 10 Dollar und bist reicher als 15% der Amerikaner. Wenn du keine Schulden hast, beigemerkt. Glaube ich, werde ich da nicht machen. So, Metallplanken. 3 Jahre genau. Später. Wenn so 10 Dollar dann halt nicht reichen, dann werde ich dem halt ein Bison auf den Hals. Der hab ja jetzt einen. Das will ich sehen, Phil. Was? Dass der Bison auf meine Befehle hört? Keine Sorge, das schaffe ich.
Ich hänge ihm einfach irgendwas um den Hals, was für den Bison sehr nahrhaft ist. Dann halten Sie mal meine Kette bitte. Und er hält sie auch einfach so. Und der hält sie ohne Hintergedanken. Genau. Und schon rennt der Bison los. Siehst du noch so ein Stück Arm, was von ihm da ist. Upgrades, yay. Dann wieder ein Volvo-Händler. Wie langweilig. Upgrades, Upgrades, Upgrades. So, jetzt bin ich auf dem Weg zum Sägewerk und habe ich es Upgrade erhalten. Erhöhung für den GMC MH 9000. Für den LKW, glaube ich, den ich verkauft habe. Wow. Was ich aber irgendwie komisch finde, ist, dass man so gesehen manchmal durch die Tanks durchgucken kann. Ja. Meinst du damit diese Flüssigkeit, also das Benzin oder Diesel, was du dann da drin siehst? Ja. Nein, das ist Absichtsdampf. Das zeigt dir an die Flüssigkeit. Ja. Das ist doch nice. Da wackelt er drin herum. Was ist, wenn du zum Beispiel dieses Menü mit der Winde und so hast, zeigt dir das auch an. Solange es grün ist, ist es okay. Wenn dein Sprit niedrig wird, wird dann nämlich mit die Anzeige rot. Oder wenn er leckt. Wenn er leckt hast. Ja, wenn er leckt. Was soll der lecken? Boden oder was? Erde. Nee, Phil, ist es wirklich so. Ich habe eben den Chevrolet aufgetankt gehabt mit dem ganzen Sprit vom Hammer. Als ich dann umgestiegen bin, habe ich gemerkt, okay, Sprit Mac ist wieder leer. Hab Mac gefunden. Mac? Ja. Wo? Ja, wo? In Sacramento. Nice. In Sacramento für den Mac-Händler. Ja, dann schau dir mal an, was der da so alles Gutes bietet. Und schick Fotos. Genau, mach bitte eine riesen Bilderreihe, weil dann klatsche ich das nämlich als Beitrag auf unsere Seite. Und schön ordentlich bitte. Auf jeden Fall schon mal ein geiles Symbol. Und sag mal Interieur, ob's geil ist. Ja, und noch Momente mal dann. Man merkt, dass der bei Ziegeln und Metalldingern ziemlich stark am Arbeiten ist. Ja. Also ich fahre bei Automatik mit Allrad und so was und der fährt nicht gerade schnell. Cool. Es gibt ein Chassis oder eher gesagt ein Dings, ein Unterboden da, dieses Dings, die Achsen. Ja. Der ist einfach den Tank verlängert. Auf wie viel Gallonen? Also wie viel Gallonen ist da Max? Gallonen, Alter. War Liter? Gallonen weg. Ja, Liter. Sag was immer du hast. Warten Sie, steht hier nicht. Steht hier wirklich nicht. Ja, moin. Guck mal beim Chassis, was da steht. Ob da 300 Gallonen oder so steht. Hier steht. Nee. Auch nicht beim Namen mit drin? Vom Fahrwerk? 284. Geil. Geht ja, das heißt Gallonen. Er hat nur 284, da hat er ja weniger als, also das ist das Größte, ne? Ja. Oh, da hat er weniger als der Peterbilt. Aber das ist trotzdem 1000 Liter locker. Er hat aber 505 PS, den stärksten Motor. Ist ja noch weniger als der Peterbilt. Der hat 600. Ja gut, ich denke mal, dass der Mac dafür aber auch günstiger ist, ne? Warte mal, geh ich mal kurz. Zum normalen Ding. Die LKW noch 3 Meter. Leck mir Marsch. Da kann ich mir einen Scheißhaufen eher leisten. 118.000 ist der billigste. Und der. Was? Wie teuer ist der in Vollausbau? 200.000. Oder Eigenbau könnte dann bis zu 250.000 gehen. Wie viel kosten die anderen? Meiner hat um die 270.000 im Eigenbau. Also 108.000 ist das günstigste, 132 wäre das zweitgünstigste, dann kommt 161, dann kommt 172 und dann kommt 200. Natürlich alles 1000. Na, Dollar. Nicht ja, 200. Für 200 Dollar ein LKW. Oh. Also ich glaube, ich müsste wohl tatsächlich demnächst mal einen Frühjahrsputz bei mir machen. Meine CPU wird so 79 Grad heiß.
18 Gänge hat. Mein Fenster ist auch 25 Grad in meinem Zimmer. Also ich hab vier Fenster bei mir auch auf. Interieur wird drin. Warte mal, ich komm mal kurz nach hinten. Ja, nach hinten sieht's einfach wie jedes andere aus. Hast halt ein Bett. Ja. Kein Doppelbett, aber hinten ist eine Leiste, worauf Mac draufsteht. Da hast du noch zwei Fächer, die du siehst, eine Mikrowelle, drei Fächer hinten. Schick mal ein Foto vom Interieur. So viel kann ich dir jetzt auch nicht zeigen. Ich kann nur den Kopf so anwinkeln. Ja, Armaturenbrett halt, das meine ich. So, das, Ja gut, das Armaturenbrett vom Mac müsst ihr eigentlich noch so im Kopf kennen. Das Armaturenbrett vom Mac sieht eigentlich noch ganz, also sieht eigentlich ganz geil aus, aber ich weiß halt nicht, ne? Ich würde nur wissen, welcher das nämlich Interieur vom Peterbilt im Kopf, den ich fahre zumindest. Das ist mich, nee, ich finde das so geil, übersichtlich. Ich weiß noch damals in King of the Road, wo ich den Mac gefahren bin, beziehungsweise da konnte ich mir eigentlich immer aussuchen, ob ich jetzt einen Mac, einen Freightliner oder einen Peterbilt fahre. Der Freightliner fehlt ja auch noch als Marke. Bei den Amis fehlen zu viele Marken, das ist das Problem. Und außerdem, allgemein fehlen viel zu viele LKW-Marken und Versionen, aber das Problem ist halt, SCS kriegt die Gruppe? Ja, einfach in die Gruppe. Ich lade mir das dann runter. Aber SCS kriegt ja leider keine Rechte. Beziehungsweise ja nicht alle. Ah, das ist wieder schade. Das ist halt dieses rechte Gemanko. Da mache ich hier Bilder und lade die dann über WhatsApp-Dings da hoch. Ja. Weil das ist halt der Witz, die Modder, wie die Modder das schaffen, dass die da trotzdem die ganzen Sachen erstellen dürfen. Ja, die machen es einfach, die machen kein 1:1-Ding. Doch. Also ich habe letztens, ich habe ja eine Mod von dem Scania T, das ist 1:1. Gut, aber dann hat er vielleicht noch abgeklärt. Also ja, das Interieur hat aber eine geile Sache. Ist es ja, ach nee, muss ich auch noch machen. Und das ist ja hier, wie heißt das? Also das ist ja Eigenkonstruktion, wenn du einfach das Original nimmst, nachbaust und veränderst. Vielleicht auch nur die Lichter um 2 Grad nach rechts verschiebt. Das ist schon eine Eigenkonstruktion, erlaubt. Genau. Du kannst dir entscheiden, ob du Navi im Interieur haben willst oder nicht. Navi muss immer rein. Ja, du kannst ja aber auch einen Ablager haben. Eine Ablager nutze ich eh nicht. Warte mal, mach ich. Marc, stell dir vor, der Sprit wird noch was kosten. So, Holz, Planken, Holz, Planken. Tollen Holz, Planken. Ich mach mal Bilder von den 200.000er. Ja, machen Sie das. Dann mache ich nochmal ein Bild von meinem eigenen. Genau, zeig mal ein Bild von deinem. Von deinem dann wunderschönen LKW. Der hat aber echt nice Lackierung. Amerikanische Flagge auch? Mehr oder weniger. Der hat die ganze amerikanische Flagge so gesagt auf sich drauf mit dem Adler an der Seite. Also. Heißt Gutes. Er hat auch noch so eine Tarnlackierung mit so einem amerikanischen Streifen an der Seite. Upgrade muss ich mir noch holen. Da ist noch ein Upgrade, was ich mir holen muss. Geil ist, du erkennst ja auf der Karte schon, ob irgendwo verschollene LKWs, sag ich mal, sind. Mhm. Die du vielleicht. Den Hammer habe ich auch nur durch die Karte gesehen. Warum mache ich gerade wieder Sneak Peek? Aber ihr wart sehr. Hammer steht. Das ist ein Stein. Wäre auch zu schön gewesen. Die Farben überlappen sich, aber dadurch kann eine andere Farbe entstehen. Gut. Mir regnet es schon wieder. Aber immerhin gibt es keine Reihenfolge, in was du es abgeben musst. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, super Blümchen hat wieder Fracht abgegeben. Kann Profimeister Phil gleich abrechnen.
Will ich nicht mal Halt machen? So, hab meine Fracht abgeliefert. Ich hänge kurz hinter dir. Du kannst aber auch überall Chrom einfach reinklatschen. Halt Amerika. Also ganze Ding halt verchromen. Ist Amerika. Einfach die Aussage. Ist Amerika. Ja, los, das Statussymbol will. Ja, wahrscheinlich ist Chrom Statussymbol. Je mehr Chrom da hast, desto besser. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Können wir stundenlang so treiben. Wäre mir stundenlang scheißegal, ich sage auch immer noch nein. Ich sage aber immer noch doch. Dann hast du aber immer noch doch ein Problem. Ja, und du auch. Ganz ehrlich. Hey, ich bin aufgestiegen auf Rang 3. Ja, der Mac ist aber ziemlich fett. Ich ja gleich noch auf Rang 4, mir fehlen noch 600 ungefähr. Ganz, ich weiß nicht, welche Taste das ist. Bei mir ist das mit an dieser Viereck-Dingern da, wo du diese Pfeiltasten hast, ist das nicht bei mir nach unten drücken. Ich weiß nicht, welche Taste das bei guck mal auf. Links kannst du nur ein Fahrzeug freischalten. Aha, Portal nach Smithwell-Talsperre kann ich jetzt bauen. So. Wenn du willst, geh da hin. Ich will mir vorher erstmal alle. Aua. Wackel, wackel. Will mir vorher erstmal alle Aufdecksachen holen. Dass die Karte erstmal aufgedeckt ist komplett. Oh. Was du machst, ist dir überlassen. Mark, was ich gesehen habe, wahrscheinlich beim Vorbestellen, wir haben den LKW nicht. Der ja eigentlich beim Vorbestellen mit gekommen sein soll. Das heißt, sie haben das Spiel neu gekauft. Als es draußen war. Schade. Ey, Junge, man kann halt nie alles haben, ne? Ja, aber. Immerhin hast du das Spiel. Das ist ja auch was Gutes. Aber der LKW sah halt wirklich gut aus. Und den kannst du, glaube ich, nicht mehr kaufen. Okay. Glaube, müsste ich jetzt gucken. Ich weiß es nicht genau, aber ich meine nicht. Ja, den kaufe ich mal und stelle ihn vor. Was sagt dein Konto dann? Oh. ATS. 995 Milliarden. Okay, gut. Keine Sorge, so schnell will ich nicht bleiben. Ach, du kannst auch eine Langeweile hast. Die LKWs, die du nur kaufst, zum einmal fahren und nicht mehr nutzt, kannst du auch einen Mitarbeiter hinsetzen, ne? Du machst das, arbeitet dann für dich. Den LKW. Ich finde aber immer noch meiner schöner als der Mac. Den Mac findest du gut. Nein, meiner ist schöner als der Mac. Das ist deiner. Ja, du fährst ja auch den Kenworth, den alten, der ist wirklich schön. Nur hätte noch ein paar 100 PS mindestens mehr. Das kannst du ja mit dem Mod ändern. Ah, jetzt werde ich erstmal die Bilder. Die WhatsApp-Gruppe senden. Yes. Yes. Ey, wir wissen, wie der Mac-up von innen aussieht. Ich habe mir noch nie vorhin angeguckt. Ohne Momentum. Und hab da ist ein paar Bilder vergessen. Mac, sag mal da. Ja, ich hab grad mal ein Bild vom Interieur. Reicht doch. Nein. Da gibt's ja auch noch mehr, oder nicht? Muss ich mich nur hier mal kurz in den Innenraum setzen. So.
Marc, was machst du jetzt? Hab ich schon. Ich mach jetzt gerade eine andere Dingens. Andere Karte? Nee, ich mach jetzt gerade. Warte, lass mich schauen. Ich mach jetzt einen Auftrag für den Scout. Soll irgendwas. Der ist ein Scout durch die Gegend. Ja. Das ist ja auch gut. Ah ne, 3000. Jetzt brauch ich nur noch 100. 110. Ich hab meine Grafikkarte voll. What's up? Guck mal, was ich hier machen kann. Muss ich da machen? Hm. Nope. Was man nicht alles tut, um euch Lüge zu machen, was? Versunkener Sack zu bringen, den versunkenen Truck zur Farm. Der Knopf. The Woods of Where, Kollege. Da. Für den Fichten, ne? Scout empfohlen. Nein. Oh, wie schaut man? Muss jetzt hinter den Fichten, muss ich jetzt. Schauen. Versunkener Gelände war. Jetzt muss ich den Ordner mit den ganzen Bildern finden. Oder das da oben. Ente, ATS. Screenshots. Ach, da sind sie ja. Gefunden. Wasn't so hard. WhatsApp Web, Chat Aufrufe. Dann versuche ich jetzt mal alles so einheitlich zu machen, wie es geht. Das heißt, alle Interieurbilder. Ganz professionell zusammensitzen zu einem riesigen. Ja, du kommst. Digga? Ja. So? Nein. Hier ist uns WhatsApp Web. Ja, so. Das und dann kommt das. Dann kommen die Außenbilder von dem normalen Mac. Dann kommen meine. Da kennt ihr, welche LKW zu wem gehört. Ja. Ja. Mal davon aus, dass du jetzt nicht den hässlichsten LKW hast, also. Nein, das ist eigentlich immer meine Standardlackierung. Ich hab's so gut gemacht, wie es geht. Hat ein bisschen vorne, sieht wirklich scheiße aus, das gebe ich zu, aber anders kann es nicht. Ja, ist gut. Das ist schon gut, danke. Bom, 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 bom. So viel Bilder aneinander gebumst. Ergötzt euch. Ja. So oben. Ja, sollten jetzt alle da sein. Ja, ich mach morgen dann dazu einen Beitrag. Vielleicht mache ich auch noch ein Video. Ein Fahrvideo oder sowas. Krieg ich dir meinen hübschen Kenworth. Also das Interieur ist einmal da, wo du jetzt das die Dings, das große Display da siehst, das wäre dann glaube ich das Navi. Und die andere Variante wäre, dass die Schalter, die da drunter sind, hochgenommen werden und darunter dann Nachlage wäre. Mhm. Anstatt dem Navi. Ja, lass mal auch einfach, lass auch mal ein Dings entwerfen. Was? Ja, so ein LKW entwerfen und bauen. Dann für hunderte von tausend Euros verkaufen.
Doch. Ich mache noch so ein paar Werbungsmissionen, Marc. Ja. Ist ja schon 22 Uhr hier, was ist denn da los? Ich mache hier gerade dieses. Ich bin den Ort hinter den Fichten. Ach so, ja. War auch gleich. Dann habe ich da nämlich auch den Turm da frei. In der Ecke. Weil ich will alle 8 Autos finden. Oh, sehr gut. Lachst du jetzt wegen mir? Nein, nein. Gott, Junge. Beruhig dich mal. Immer wenn ich wach. Lacht, 90% lache ich nur, wenn ihr irgendwas Dämliches macht. Mach mal das in der ganzen Zeit. Wenn ich einfach so lache, während du redest, kann es mit dir zu tun haben, muss aber nicht unbedingt. Wenn ich über dich lache, dann sage ich es dir, glaube ich, meistens, oder? Nein. Doch. Wenn ich irgendwas Dämliches mache und ich darüber lache, dann wiederhole ich eure dämlichen Sätze. Du lachst immer hinter unterm Rücken so richtig in ihren Hals. Du stellst dich voll als Verräter dabei, wenn ich im nächsten Moment beim Kacken unterstütze und den nächsten dich einfach absticht. Ja, aber du weißt ja, dich verraten würde ich nie. Nein! Niemals! Ich schub's dich nur vor die Bahn. Ja, du wärst sogar noch so eine Intelligenzbestie, du würdest mich vor so einer fahrenden Oma mobil werfen, weißt du? Ja. Wenn sie mit 200 ankommt, ja. Oma, weißt du, er schraubt ein bisschen an der Elektrik. Das geht das Ding ab wie so ein Zäpfchen. Stellt er mir ein Bein. Gleich soll es passieren, gleich soll es passieren. Rollator. Geblitzt auf der Autobahn. 200. Aber dann mit Maske, man kann es ihr nicht nachweisen. Und dann kannst du jetzt so eine rauchende Oma drauf. Mein Vater heute auch morgen, weißt du, als er mich zur Schule gebracht hat. Ja, musst du echt vorsichtig sein wegen den Blitzern. Ich habe meine Maske auf, ne? Ich so, ich würde nicht erkannt werden. Das Geile ist, wenn sie dein Kennzeichen haben, kriegst du doppelte Anzeige. Darfst du nicht während der Fahrt vermummen? Eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht. Aber da wir ja Corona haben, ist das ja erlaubt. Ist umstritten. Ja, wenn du allein im Auto sitzt, dann glaube ich nicht. Aber wenn du mit einem Kollegen im Auto sitzt, dann wäre es glaube ich erlaubt. Ja, wenn du mit der Familie drin sitzt, dann wieder nicht. Ist so egal, aber wenn einer jetzt das hat, dann ja. Man kann es ja nicht sicher sein. Also geht man lieber auch vorsichtig, anstatt es im Nachhinein zu haben. Deswegen gehe ich auch eigentlich. Auch wenn ich jetzt wirklich gerne zur Schule gehen würde, gehe ich halt ungerne, weil ich es halt nicht mehr nach Hause bringen will. Aber naja. Dann bleibst du einfach in der Schule, ganz einfach. Ich bleib jetzt sitzen. Ihr bleibt alle 2 Meter von mir. Vor allem, Lehrer ging raus, ne? Plötzlich haben die sich alle umarmt. Boah, wir haben die Fotos gemacht. Unsere Klassenlehrerin darf nicht zur Schule, weil sie wegen Vorerkrankungen und so weiter. Tschüss. Unser Lehrer ist Patient 0. Sie darf letztlich nicht. Bei dem hat 50%, der hat nur eine 50% Überlegenschance, mehr auch nicht. Ja, dann sollte der vielleicht zu Hause bleiben, Frau Legion. Ja, das ist ja freiwillig, Entschuldigung. Also sie musste, weil gesetzlich so anscheinend gesagt ist. Uns wurde gesagt, die Lehrer, das freiwillig entscheiden durften. Ey, bei mir ist gerade Sturmregen angesagt, ey. In hier echt oder in... Wollte ich gerade aufbauen. Nee, hier in-game. Doch wär's in echt, wär's ein bisschen Scheibenkleister. Bei Regnen tut's zwar so oder so bei uns gerade. Kann man heute leider. Eigentlich auch gewittern, aber höre ich auch nichts von. Ja, heute hat's geregnet, deswegen konnte ich auch nicht Rasen mähen. Oh, armer Phil. Ich wurde schon im Voraus bezahlt, das ist halt dämlich. Das ist auch gut für dich. Ich weiß, aber wenn ich schon vor. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Mach ich halt morgen. Morgen habe ich ja so viel zu. Morgen hast du keine Schüler. Muss ich Hausaufgaben machen. Kenn ich nicht. Was ist das? Was ist das Hausaufgaben? Morgen muss ich Hausaufgaben. Kenn ich nicht. Hast du die Hausaufgaben? Kenn ich nicht. Das ist nicht halt ein Fremdwort. Hausaufgaben? Kann man das essen oder so? Ich meine, ist das ein Gericht? Ich sitze da so im Restaurant. Was hätten sie gern? Hausaufgaben. Kommt der Kellner, weißt du, mit so einem Tablett voller Matheaufgaben wieder? Hier. Ihre Bestellung, bitte. Lassen Sie sich gut. Was soll der Scheiß? Papier fressen oder was?
Aufgabe an. Aufgabe, Aufgabe Antwort. Spaß. Annehmen. Lesen. Versunkener Geländewagen wurde akzeptiert. Ich gehe mal weiter ein paar Türme freischalten mit meinem Scout. Endlich kam man auf die gleiche Idee. Habt ihr hier die Bilder schon angeguckt? Nö. Beine. Dann macht man sich hier die Mühe für, ich weiß. Kannst du auch noch in 2 Stunden machen. Ich soll ja mein Prachtexemplar von Mac angucken. Ich sehe kein Prachtexemplar. Ja, weil du noch nie mal die Bilder angeguckt hast, du. Weißt du gar nicht. Intelligenzallergiker, du. Weißt du gar nicht. Du hast doch gerade gesagt, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich kann ja auch blöffen. Boah, er ist ein Lügner. Einer soll ihn peinigen. Was auch, dass ich nicht morgen. Ah, der Regen hat aufgehört. Was auch, dass ich nicht morgen vor deiner Haustür stehe. Kollege, wie schon gesagt, auch wenn du hier stehst, reinkommst du so oder so nicht. Also versuch es doch erst gar nicht. Du kriegst höchstens einen Roundhouse-Kick voll in die Fresse. Wer ist bei euch alles zu Hause? Wenn es hoch, also wenn ich hier bin, warte, sind wir hier. Ich will nicht wissen, nee, wer, wie viele, sondern wer. Deine Eltern, du die und dein Bruder. Die jetzt nicht. Deine Eltern, du und dein Bruder. Maschinengewehr. Und ein Roboter, der damit umgehen kann. So, versunkener Geländewagen. Wo bist du? What the fuck, was ist das hier bitte für eine Strecke? Bruder, da fahre ich ja nicht mal, da laufe ich ja nicht mal zu Fuß her. Sind tief in Flammen stecken geblieben. Wir brauchen eine starke Maschine. Und siehst du einen starken Motor. Ja, wo soll ich sie hinbringen? Irgendwie so, ach, so ein Truck. Zum Farm soll ich ihn bringen. Wohin sagt er mir auch nicht. Ups, Motorschaden. Ups. Ah, annehmen. Fertig. Was ist das bitte für eine Strecke? Oh, Rang 4 erreicht. It's so beautiful. Und wieder 1200. I thought it was for a shit. Bill, fang an zu singen. Of course, why not? Los, sing irgendwann. Sweet Home Alabama. Das einzige Lied, wo ich mitsingen kann. Das, auf der Party totale Stille, plötzlich kommt Sweet Home Alabama, erst als Sweet Home Alabama. Ja, oder Country Roads. Country Roads. Macht halt so einen auf Chor, das ist Country Roads. Du reit auf so einer Frau. Ne, ja, das wäre Psy. Gangnam Style, Dingsbum Style. Ist das Copyright? Was? Country Roads? Ja, wie ist Copy. Wenn wir das jetzt hier abspielen würden, so. Ja. Ist auch Copyright. Ja, ich weiß, das Country Home. Now. Do you see? Das bringt leider auch nichts. Packen in my head. Aufgabe anzeigen. Ja. Ich bin froh, dass es dich gibt. Darüber bin ich auch froh, danke. Weißt du warum? Weil du ohne mich nicht so viel Spaß hättest wie ohne mich? Yes. Ja. Das weiß ich. Haben mir schon öfters Leute gesagt, dass ich sehr witzig bin und deren Leben dadurch so erheitern. Scheibenkleister, ich habe mich festgefahren. Ist nicht mein Problem. Ich frag mich gerade, ob ich es schaffe, mit meinem Hammer den hässlichen GMC rauszuziehen aus dem Schlamm. Na. Aber so wie es aussieht, sehe ich eher mich den zum GMC als den GMC zu mir. Ah, jetzt. Ja. Kraft. Gib Gummi. Wenn der Baum jetzt kaputt geht, Alter, dann spring ich aus dem Fenster. Also die Lenkanimation ist ja auch ein bisschen banal, ne? Ja, das haben die aber schon gesagt gehabt, dass sie es nur überarbeiten wollen. Also wenn ich mir den,
wenn ich mir den Dude hier so im Auto angucke, ist er stoned. Etwas, ja. Er wurde mit Zigaretten abgeworfen. Wir hatten da einen Fehler gehabt. Wann die oder wie die es überarbeiten, I don't know. Nur gesagt hatten die, dass sie es überarbeiten müssen noch. Und wegen, weil die wegen Corona nicht so viele Mitarbeiter hatten und so weiter und so weiter. Dann einmal abwarten. Ganz schrittweise oder komplett reparieren. Ja, was soll ich mein Fahrzeug reparieren, Alter? Ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich das Auto jetzt hier repariere, wenn ich jetzt hier nicht wegkomme? Geil, jetzt darf ich das ganze Ding bergen. Das ist doch manchmal echt so ein Biss. Mag nicht aufregen. So, das heißt also jetzt den kompletten Weg wieder von vorne oder ich nehme. Ach, da komme ich. Darum gibt es so einen tollen, das ist was Tolles, das heißt Multiplayer. wenn man Drecksinternet zu scheiße ist, sich damit zu connecten, dann hättest du dieses Problem jetzt nicht. Who is that Pokémon? Pikachu! No, it's John Cena! Donnerblitz! Alter, hast du gerade mal. Ich habe heute René gefragt, was es für Haustiere hat. Ja. Ob Hamster oder Meerschweinchen. Was hat sie gesagt? Sie hat es mir gesagt, aber ich habe mich vergessen, ich habe zugehört. Ich habe so Leon gefragt, ne? Ja, was denn jetzt mit René und so, ne? Ja. Die haben sich schon seit einem Monat nicht mehr gesehen. Weiß. Alter, ob die das überhaupt überleben, habe ich René, schon gefragt. René sagte, sie sei ein bisschen traurig. René? Er ist ein Mädchen. You don't know her. Also don't care about it. Sie ist ein Mädchen. René, Alter. Das ist doch fuck. Sie ist ein Mädchen. Wir müssen diesen Typ rausnehmen. Das schneidest du raus, Mann. Ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen durcheinander. Wieso männlichen Namen auf ein. Ah! Die hat ziemlich kurze Haare. Aber nicht so kurze Haare. Das Lustige ist, wir haben einen Jungen. Ich schreib's halt noch mehr im Stream. Was? Ich mach mal das Ding aus, weil. Guck, ja, das wäre glaube ich.